Hallo und herzlich willkommen zur 42. Sendung der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Diese Folge ist im Endeffekt der zweite Teil der letzten Woche, der ja der Märchenfilm von Abraham Zapruder war. Und dieser Woche heißt es jetzt hier Märchenfilme und Trugbilder oder Untertitel Das Böse ist immer und überall. Und hierzu heiße ich ganz herzlich willkommen den Jörg und Sebastian und den Stefanie. Ba, 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 Banküberfall. Das ist das einzige Lied, was ich von denen kenne, wenn das richtig ist. Ne? Ja. Fand ich damals ganz lustig. Aber ich meine, lustig ist an dieser Serie eigentlich nicht viel. Es wird eigentlich immer schlimmer. Und wenn man sich jedes Mal überlegt, wie da mit Menschenleben umgegangen wird, dann merkt man nur, in welch einer menschverachtenden Welt wir leben. Und da kann man sich nur immer mehr darauf freuen, dass wir von unserem Herrn Jesus Christus die Zuversicherung haben. Die Zuversicherung, nicht die Verunsicherung, dass wenn wir ihn, an ihn glauben und ihn bekennen und in unser Herz aufnehmen, dass wir dann ein Leben bekommen, das so viel besser ist als dieses. Diese Voraussicht gibt mir jeden Morgen den Mut, überhaupt erst aufzustehen und anderen Leuten davon erzählen zu wollen, genau was du jetzt auch machst. Auf deine Art und Weise mit durch diese Rituale durchzuarbeiten, um den Leuten zu sagen, Leute, es gibt keinen Zufall, das ist alles inszeniert, und das, die Inszenierung hat seine Gründe und basiert auf Jahrhunderte, teilweise sogar Jahrtausende alten Riten, also Traditionen und Ritualen. Das bringt so den Menschen sehr gut bei und ich bin dankbar und glücklich, dass ich dabei sein darf und freue mich darauf zu sehen, was jetzt die Bankenüberfall erste allgemeine Verunsicherung dazu beizutragen hat. Ja, dann wollen wir mal fragen, wie denn da die Stefanie und der Sebastian da dazu stehen. Ich würde sagen, wir sind da auch sehr, sehr neugierig drauf. Erstens auf die EAV und natürlich auch, was weiterhin bei dem Zapruder-Film passiert. Ich freue mich, wie immer, dass wir heute am Donnerstag hier zusammenkommen, aus verschiedenen Teilen Deutschlands und verschiedenen Ländern auch. Möchte auch die ganzen Zuschauer begrüßen. Ich hoffe, ich schaffe die Sendung heute auch wirklich bis zum Ende. Ich scheine was auszubrüten. Jedenfalls geht es mir gerade nicht ganz so prima, aber das soll uns nicht aufhalten. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf und möchte jetzt gar nicht lange rumfaseln, sondern eigentlich meine Einleitung mit einem sehr, sehr schönen Bibelvers beenden aus dem 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Den fand ich sehr schön. Und jetzt gebe ich meinen Sebastian ab. Ja, hallo und herzlich willkommen von meiner Seite. Und ja, sehr schöne Bibelstelle, die du da gefunden hast. Und ja, ich habe gerade eigentlich gar nicht so viel zu sagen und würde damit abgeben an Michael. Dann fangen wir mal an. Fällt euch auf dem Bild irgendetwas auf? Jetzt nicht alle gleichzeitig. Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Also, das ist halt eine Zeichnung und kein Bild. Da gibt es einen Terroristen mit einer Bombe. Da gibt es dahinter, was wie ein Turm aussieht. Was Nein. Und dann gibt es einen Pater, der da mitten drin steht. Ja, genau. Der steht im Mittelpunkt hier. Guck mal, der steht im Mittelpunkt hier. Jeder um ihn rum, ne? Richtig. Dass er schön alle kontrollieren kann, ne? Richtig, genau. Das fand ich sehr interessant, aber das hat auch noch andere Gründe. Auf den zweiten Blick. Hat auch noch andere Gründe mit der ersten allgemeinen Verunsicherung. Wann war denn die erste allgemeine Verunsicherung? Ich würde sagen, 1. Mose 3,1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Das ist, glaube ich, auch eine Falschübersetzung, wenn ich mich richtig erinnere, aus der König James. Da heißt es nämlich all of the trees, ne? Every tree. Every tree, ja. Dass sie von keinem Baum, also dass sie von die, you shall not eat of every tree, naja gut, okay, das ist vielleicht ein bisschen Haarspalterei, aber... Ja, mir ging es darum, dass man wirklich sehen kann, dass die dunkle Seite immer in Verunsicherung und Zweifel arbeitet. Und das ist der erste Zweifel, der in der Bibel gesehen wird, ist im 3. Kapitel Mose, beziehungsweise Genesis 3.
Und das ist die Schlange. Und die Schlange ist letzten Endes eine Allegorie für den Teufel oder Satan, ein gefallenes Engelwesen. Also der gefallene Engel Luzifer im Endeffekt. So ist das. Und deswegen ist diese erste allgemeine Verunsicherung gar nicht so abwegig, wenn wir jetzt hier in die Filme und die Fotos zum Zeitpunkt des Attentats auf John F. Kennedy reingehen. Denn da gibt es eine ganze Menge Verunsicherung. Dass das Böse immer und überall da vorhanden ist, sei zumindest 1. Mose 3,1 auf der Welt, ist eigentlich auch ganz klar. Von daher ist dieses Cover nicht zufällig von mir gewählt worden, sondern völlig absichtlich. Und diese Verunsicherung bezieht sich nicht nur auf Filme und Bilder, sondern auch auf Zeugenaussagen. Du weißt also nachher überhaupt nicht mehr, wem du glauben sollst. Und da gibt es nur eins. Es gibt nur das große Bild, was man machen muss. Und deswegen hoffe ich, dass ich dazu komme, in dieser Sendung ein paar Fragen zu stellen, wo dann plötzlich, glaube ich, bei einigen so die riesen Taschenlampe aufgeht, wie wir dann wirklich veräppelt werden. Das ist aber hier keine Sendung, um jetzt alle möglichen Argumente und alles abzuwägen. Nein, es geht hier um die Wahrheit. Es geht nicht um Abwägen, geht hier um die Wahrheit. Ne? Wer den Witz verstanden hat, darf ihn dann auch weitererzählen. Gut, geht mal weiter. Denn wir kriegen ja nicht die ganze Wahrheit. Ne? Es gibt dann Dokumente, die freigegeben werden, aber es gibt eben nicht alle. Guck mal, der nach wie vor unter Verschluss gehaltenen Akten. Das heißt also, die Regierung der Vereinigten Staaten ist nicht willens oder in der Lage oder beides, uns oder allen möglichen Menschen Akten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die haben was zu verheimlichen. Ne? 60 Jahre nach der Geschichte ungefähr, also 58 Jahre, 60 Jahre hinterher. Also es ist echt faszinierend. Ne? Es gäbe Dokumente, hat jemand dann hier mal so ausgeplaudert. Also US-Präsident Biden, also das so ein Politikdarsteller, den muss man jetzt nicht unbedingt kennen, aber der kommt dauernd im Fernsehen. Dieser Joe Biden hat dann wohl mal gesagt, das gäbe Dokumente, die vielleicht nie veröffentlicht würden. Das ist doch schon mal eine Bankrotterklärung für eine sogenannte Demokratie, oder? Oder Demokratur, wie auch immer. Das ist das, was manche nicht verstehen. Wir reden ja hier nicht über Wahrheiten, wir verkünden auch keine Wahrheiten. In der Politik geht es nicht um Wahrheiten. Aha. Was ist falsch daran, die Wahrheit zu sagen? Die Wahrheit, also die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Ich bitte Sie. Wir werden nie die ganze Wahrheit vom offiziellen Weg finden. Deswegen geht es einfach darum, die Lauscher aufzusperren und nochmal nachzuhorchen und dann einfach mal logisch zu kombinieren. Kombiniere, Watson. Was hat die US-Regierung hiermit in diesem Fall gemein mit dem Vatikan? Geheime Archive. Ich würde viel dafür geben, wenn ich mal in die Geheimarchive des Vatikan einen Blick werfen dürfte. Auch da gibt es wahrscheinlich Exoterik und Esoterik. Natürlich, aber wahrscheinlich vor allen Dingen sehr viel Esoterik. Vor allen Dingen Dinge, da würden einem wahrscheinlich mehr oder weniger die Augen aufgehen. Und wäre schon mal ganz interessant. Aber ist doch mal ganz interessant, ne? Dass Biden sagt, es gäbe Dokumente, die vielleicht nie veröffentlicht würden, und wir wissen, dass es im Vatikan, in der Bibliothek dort, sehr viele Dokumente gibt, die niemals veröffentlicht werden. Also das haben die beiden doch irgendwie gemein. Vielleicht ist es dann ja auch nicht so abwegig zu verstehen, dass die USA für den Vatikan arbeitet, die Drecksarbeit macht. Hier in diesem Fall ein Anschlag zum Beispiel, um jetzt mal eins zu nennen. Ne? Gibt ja auch in der Bundesrepublik Deutschland Sachen, die bis jetzt nie veröffentlicht wurden. Ne? Also wenn man jetzt eine bestimmte Sorte von Rosenholz mal dran denkt oder so. Ne? Es gibt garantiert sehr viele Dinge, die es offiziell und inoffiziell dann irgendwo versanden, die wir garantiert nie zu sehen kriegen, die aber dann entsprechendes Druckmittel sind für alle möglichen interessanten politischen Auswirkungen jener und heutiger Tage. Aber gut, gehen wir mal weiter. Es gibt also Sachen... Ganz kurz mal, wenn ich dich unterbrechen darf, interessant ist auch diese 58 Jahre. Warum 58? Wenn man da wieder die Quersumme draus nimmt, ist auch wieder irgendwie so, warum ausgerechnet 58? Ja, das ist jetzt so ein kleiner Punkt. Es ist einfach so, dass sich das nie geändert hat und dass sich auch das nie ändern wird. Wir werden also nie von der Regierung die ganze Wahrheit hören. Ansonsten würden nämlich einige Dinge auf die Regierung zurückfallen. Aber gut, das ist nicht der einzige Punkt, das hier JFK, ne? Also die Ermordung von Kennedy. Ne? Es gibt auch ganz andere Sachen, Dokumente, die nicht veröffentlicht wurden oder wo halt Originalbilder für immer verschwunden sind. Das ist ein Artikel aus NTV von 2009. Die Originalbilder der Mondlandung 1969, die ja von Kennedy propagiert wurde, die sind nicht auffindbar. Wahrscheinlich sind die Bänder überspielt worden. Wir haben ja damals auch nicht viel Geld gehabt, als wir noch Jugendliche und Teenager waren, Jörg. Da haben wir immer unsere Kompaktkassetten überspielt, weißt du noch?
Oh ja, bis vor einiger Zeit hatte ich, glaube ich, sogar noch, ich glaube, so 100 oder 200 von diesen Kassetten im Keller bei mir liegen, wo ich damals von BFBS, also British Forces Broadcasting Service, immer den Paul Gambaccini aufgenommen habe, der wunderbare Musik aus den 50er, 60er Jahren gespielt hat. Jahrelang habe ich die Kassetten aufgenommen, immer probiert, das Lied perfekt mitzuschneiden aus dem Radio, weißt du? Mhm. Wenn der Sprecher endlich aufgehört hat zu labern, auf Aufnahme zu drücken und dann ganz schnell auf Pause drücken, wenn die Reklame kam und solche Dinge. Wahnsinnig viele Bänder davon gehabt, ja. Und die gab es auch immer in unterschiedlichen Qualitäten, ne? Gab Bänder, die waren 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten, 180 Minuten. Je dünner das die natürlich wurden, desto mehr, dass die natürlich auch kaputt gegangen sind. Ja, vielleicht haben die ja auch so viel Material auf den Bändern gehabt, dass die einfach so dünn waren, dass sie deswegen kaputt gegangen sind. Man, das ist schon interessant, dass ja, also gerade bei Sachen, die, Entschuldigung, ich unterbrochen habe, es ist schon interessant, dass so viele Dinge, die jetzt ganz, ganz wichtig und eklatant sind, nicht mehr beweisbar sind, weil einfach gar nicht da sind oder sie nicht rausgegeben werden. Und das hat eben die Mondlandung mit John F. Kennedy gemeinsam. Das werden wir gleich herausfinden. Es gibt auch viele Dinge, die deswegen nicht bekannt gemacht werden oder herausgegeben werden, Papiere, weil es sie nie gegeben hat. Jetzt guck mal, was da das steht. Das wird unterbrechen, Michael. Das müssen wir beide mal machen, weil du kriegst da nichts zwischen, wenn ich mal am Labern bin. Und ich krieg da nichts zwischen, wenn du am Labern bist. Also das ist uns beiden dann vergeben. Ja, ich muss mich ja revanchieren für die ganzen Jahre, wo ich immer dich habe ausreden lassen. Jetzt guck mal, was hier steht. Ja, die NASA verfügt über zahlreiche Kopien der damaligen weltweiten Fernsehübertragungen. Diese seien jedoch qualitativ schlechter als die Originale. Und jetzt kommt der Punkt, den glaube ich wahrscheinlich viele Menschen nicht wissen. Damals mussten die Originalbilder, die Armstrong und Aldrin vom Mond an verschiedene Satellitenstationen auf der Erde sendete, oder auf die Erde sendeten, das ist ja interessant, ne? Auf der Erde, okay, zunächst auf einen Bildschirm übertragen und dann noch einmal von einer Fernsehkamera aufgenommen werden, bevor sie weltweit ausgestrahlt werden konnten. Dadurch wurden die TV-Bilder unscharf und verschwommen. Und jetzt rat doch mal, wo dann die Duplizität der Ereignisse zu dem Attentat auf Kennedy besteht. Haben wir da scharfe Sachen? Also, das ist jetzt eine doppelsinnige Frage. Ja, ja. Aber ich weiß schon genau, warum ich die stelle, ja? Aber das ist hier NTV, das ist kein Verschwörungssender. Ne? Naja, da bin ich nicht mit einverstanden. Das ist aber genial. Wirklich genial. Das hängt davon ab, wie du das siehst, ob das ein Verschwörungssender ist oder nicht. Du musst den Sarkasmus einfach begreifen, wenn ich ihn sage. Ja, ich begreife ihn ja auch, aber ich mache ihn zugänglich. Ja, ja, genau. Ja. Das sind auch alles Verschwörer. Ja, ja, genau, genau, guck genau, mal, genau. Was? Wir haben euch wieder verarscht, ihr glaubt uns alles. Und guck mal, wie wir lachen. Ja, und guck mal, was die für Sachen aus dem Hut zaubern. Ne? Also ich meine, da passt nicht viel unter die Mütze, aber das ist schon so, ne? Was die da aus dem Hut zaubern, der nicht vorhanden ist. Ne? Das ist ja der Herr Scholz. Herr Scholz, der hat ja so eine Spekulationsader auch. Und der Herr Scholz ist Vorsteher einer Vereinigung. Und deswegen habe ich mit der Stefanie eine Reihe angefangen, die heißt Symbole. Und die Stefanie weiß genau, wofür die Farbe Schwarz steht. Und wenn ich in einer Flagge die Farbe Schwarz, wenn ich so will, oben stehen habe, also am Himmel stehen habe, für die geistigen Sachen, was steht denn oder was bedeutet denn Schwarz, liebste Stefanie? Ja, Schwarz ist auf der einen Seite zwar elegant, aber auch das Böse und das Dunkle und Verborgene. Ja, genau. Also so böse Gedanken. Ja. Für mich steht Schwarz für Tod. Ja, auch. Rot für das Blut, das vergossen wurde, und Gold, naja, für eine positive Ära. Mhm. Ist nur interessant, dass ich vor Jahren, glaube ich 2014, schon mal ein Dokument erstellt habe, wo die Flagge komischerweise umgedreht ist. Aber da kommst du sicher auch drauf zu sprechen. Nö, das haben wir letztens schon. Ich wollte das nicht mehr wiederholen, aber mir ist da was aufgefallen bei der Bundespressekonferenz. Fällt euch irgendetwas auf an dem Bild? Ja, aber wenn ich das jetzt sage, wirst du sagen, das hat damit doch gar nichts zu tun, Jörg. Weiß ich nicht. Der Scholz, der zeigt da eine Seite hoch, wo so ein Diagramm, so ein Strich nach unten geht, so wie die Leute an der Börse das gar nicht gerne haben, zum Beispiel. Mhm. Das erinnert mich daran, wie Al Gore seinen Hockeyschläger Theorie da hochgehalten hat, die dann später entlarvt wurde als große Lüge. Der hat auch so gelacht, weil er sich nämlich damals die ganzen CO2-Zertifikate reingesteckt hat. Ne? Also Jörg, das hat damit gar nichts zu tun. Nee, das dachte ich mir schon, aber ich fand es nur mal lustig, das zu erwähnen. Ja, ihr guckt ja immer irgendwie anders als ich. Stefanie, Sebastian. Wenn ich mich nicht verzählt habe, aber das Bild ist etwas klein, also diese
Ritze da unten, könnten das 18 sein? Ja, ganz genau. Also ganz genau, das sind 18 Stück, ne? 6, 6, 6, klar. Das ist ganz einfach, wenn man sich da langsam mal so immer so die Kleinigkeiten sieht. Ne? Warum haben die 18 Schlitze? Hm? Ja, warum sind das da drei Lachköpfe, die da übersitzen? 3 mal 6 ist 18. Ja, ah, ja. Ich habe mich halt ablenken lassen von dem Bild. Ja, natürlich, aber hier sitzen halt. Ich fand das so lustig mit der Hockeyschläger-Theorie von Al Gore. Okay. Gib mir das doch mal. Ja, natürlich. Ja, aber hier sitzen halt alles nur Schauspieler, ne? Hier sitzen halt alles nur Schauspieler, ne? Ist egal wer, ne? Und die Sachen, die die sagen, die darfst du auch nicht hinterfragen. Warum? Weil die den Überprüfungen nicht statthalten würden. Ganz einfach. Deswegen. Deswegen darfst du dich hinterfragen, weil dann würden es ja auffliegen. Gell? Ja, mach mal weiter. Es geht ja dann irgendwann, hier, Stefanie, hast du mal ein besseres Bild. Die haben also mehr davon, aber es sind immer 18. Die Welt kann so einfach sein, wenn man weiß, dass man vom Bösen regiert wird, ne? Dann macht auch plötzlich alles Sinn. Und alle Maßnahmen machen dann plötzlich Sinn. Gut, wir werden uns jetzt mal auf Kennedy einschießen. Herangehensweise. Das war jetzt aber eine fiese Allegorie. Inwiefern? Wir werden uns jetzt auf Kennedy einschießen. Also. Ja, gut, ist halt so. Ne? Das ist jetzt hier eine Untersuchung, die heißt The Great Zapruder Film Hoax. Hoax ist also die Lüge oder der Schwindel eigentlich. Da gibt es also eine ganze Menge zu erzählen. Und da gibt es auch jemanden, der meiner Meinung nach da einigermaßen vernünftig rangeht. Der Name ist James Fetzer. Und der hat also da eine interessante Dokumentation gemacht. Also du kannst da reingehen ohne Ende. Aber das wollte ich halt euch mal zeigen, zum Warmlaufen jetzt hier. Zum Warmlaufen insofern, dass wir in der letzten Folge ja schon diese Anomalie des Hintergrundbildes jetzt hier gezeigt haben. Und da kann man nur dazu sagen, dass es also hundertprozentig so ist, dass das mit den Geschehnissen an diesem Tag bei dem Anschlag nichts zu tun hat, was sich hier alles abspielt. Und zwar nicht nur die Kulisse, sondern auch die Menschen. Das ist echt, echt unfassbar, unfassbar. Er arbeitet zusammen mit einem Herrn Jack White, den ich sehr schätze. Jack White hat gesagt, du kannst dir einen Ausschnitt wählen aus dem Zapruder-Film und kannst dir eben den östlichen Übergang da von der Houston und Elm Street, also genau den hier nehmen, und du wirst nicht einen Menschen finden, der irgendwie mit den anderen Fotos, die an dem Tag geschossen worden sind oder genau um diese Zeit geschossen worden sind, übereinstimmt. Herzlichen Glückwunsch. Keine einzigen. Und ich habe es also auch nicht geschafft. Die Menschen, die hier stehen, beispielsweise der Polizisten, irgendwo hier wiederzufinden, in diesem Konglomerat von irgendwelchen Figuren, die hier wahllos stehen, hinter oder beziehungsweise vor schwarzen Objekten. Da findest du nichts. Das ist ein Bild mit einem weißen Auto und das ist das Bild aus dem Zapruder-Film mit schwarzen, was auch immer. Faszinierend, ne? Ja, aber wenn du also glaubst, dass es das alles ist, dann, ach, da kommt noch eine ganze Menge. Wenn wir aber schon wissen, dass der Anfang schon absoluter Fake und Schwindel ist, dann brauchen wir eigentlich uns nicht den ganzen Film anzugucken. Wir machen nur die Hauptsachen. Und dann haben wir dann plötzlich nämlich ein vernünftiges Werkzeug und dann fällt uns plötzlich etwas auf. Und wenn uns das alles aufgefallen ist im Laufe der Sendung, dann werden wir plötzlich zu Schlüssen kommen, die, glaube ich, so die normalen Menschen nicht schließen. Und das ist immer auch ganz gut, dass man halt mal an sich trainiert, selbstständig halt einfach mal gewisse Dinge zu kombinieren, also Transferdenken zu schulen. Also nochmal, das alles hier hat nichts mehr zu tun, was die Fotomaterialien an dem Tag zeigen. Das sind zwar auf einer anderen Perspektive aufgenommen, aber nichtsdestotrotz sollten die ja dieselben Menschen zeigen. Also wo ist der Polizist? Nicht da. Nein, das ist er nicht, das ist jemand auf dem Motorrad hier und der fährt kein Motorrad, so wie man hier sieht. Also machen wir locker flockig weiter. Deswegen nochmal. Ich sehe nicht, und einige andere Menschen auch nicht, ich sehe nicht, wie irgendjemand irgendetwas auf den Zapruder-Film basieren kann. Ich bekomme öfters Kommentare von Menschen, die sagen, ach, ist doch ganz einfach, laber nicht so viel rum, so nach dem Motto, der und die und das war das, die hat Kennedy erschossen. Liebe Mitmenschen, wenn ich euch beweise, dass der Zapruder-Film ein Fake ist, wenn ich euch beweise, dass die ganzen anderen Bilder Fake sind, ja, wo wollt ihr denn eure Beweise herholen? Wart ihr da gewesen? Habt ihr eins zu eins mit Menschen gesprochen, die da gewesen sind? Das heißt, das, was ihr jetzt hier versucht abzukürzen, ist euer Glaube. Das hat aber nichts mit Wissen zu tun, was man sich aneignet. Ich werde euch das Wissen geben, dass diese ganzen Bilder und Filme gefälscht sind. Und dann fällt nämlich eigentlich die Aussage in sich zusammen, dass man beweisen könnte, wer es gewesen ist. Viel interessanter ist, dass man beweisen kann, dass es alles ein Fake ist, denn dann sieht man plötzlich, dass es überall auf alles zutrifft, auf die Mondlandung, auf JFK, auf 9/11 und auf die jetzige Situation da draußen. Es ist immer Fake. Es ist immer von bösen Menschen, die am Drücker sitzen
und davon, dass diese Menschen ihre Macht ausnutzen. Es gibt unglaublich viele Sachen, die einfach nicht passen. Es gibt dann plötzlich Seitenfenster, die nicht mehr da sind in Filmen. Es gibt Menschen, deren Geschwindigkeit nicht passt. Habe ich letztens ja schon benannt. Nochmal, die Geschwindigkeit dieser Kamera pro Einzelbild, zu Deutsch Frame, beträgt 1/18 Sekunde. Das heißt, in einer 1/18 Sekunde macht jemand einen Schritt. Das heißt, wenn jemand einen Schritt macht in einer 1/18 Sekunde, muss der wie viele Schritte machen pro Sekunde? 18, ne? Ja, logisch. Ja, es ist ganz simpel, ne? Also deswegen seht ihr, wenn jemand einen halben Schritt macht, müsste der eigentlich 9 Schritte machen pro Sekunde. Wie soll das gehen? Ja, man muss einfach nur mal logisch denken. Ja, und ich sage jetzt nicht, dass hier eine Sekunde dazwischen liegt, aber nur mal als Gedankenspiel, so mal zum Warmlaufen, dass also alles das, was ihr seht, eben nichts mit dem zu tun hat, was ihr glaubt zu sehen. Immerhin mussten die eine ganze Menge verdecken in dem Film. Das heißt, da werden massig Frames, also massig Bilder werden da fehlen. Und wie haben die das gemacht, dass das alles zusammenpasst? Oh, ich habe da eine sehr interessante Theorie und die hat mit der Mondlandung zu tun. Ja. Also, wir sehen jetzt beispielsweise hier, dass auf den Bildern Alkins von Muchmore und von dem Herrn Martin jeweils das linke Seitenfenster hoch ist. Ne? 1, 2 und 3, nicht oder. Aber wo ist das denn hier auf dem Bild von Zapruder? Hm? Das haben die nicht machen können. Das zeigt dieses Bild nicht. Da müsste ja zumindest hier dieser silberne obere Rahmen irgendwie glänzend sein. Ne? Das ist ja nicht komplett durchsichtig hier, da ist ja ein Rahmen drum. Also ist nicht da. Ist mir nie aufgefallen, ist euch auch nie aufgefallen, aber ist halt eben auch nicht da. Deswegen kannst du nicht auffallen. Das, was nicht da ist, fällt nicht auf. Wenn jetzt hier 2 Rahmen übereinander wären, das würde auffallen. Aber wenn da jetzt gar keiner ist, fällt nicht auf. Und man guckt ja die ganze Zeit auf den armen Herrn Kennedy. Ja. Das heißt, es ist alles gefaked und es muss einen Grund haben, warum die das nicht hingekriegt haben. Und mir ist der Grund auch mittlerweile einigermaßen klar. Aber nochmal zum Mitdenken. Alles, was ihr seht, ist ein Film. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Deswegen kann man auch nicht sagen, ja, ist doch ganz klar, das ist so und so und so gewesen. Ich habe eine Theorie, die ich dann bald erklären werde. Aber für diese Theorie muss man also wirklich erstmal überhaupt den Zuschauer begreiflich machen, dass alles das, was ihr seht, auch wenn alles gefälscht ist und überall irgendetwas retuschiert ist, aber letzten Endes, sie können nicht 100%ig alles deckungsgleich faken, weil ihnen nämlich einfach damals die Zeit gefehlt hat. Nicht bei dem Film natürlich, aber bei den Bildern. Man muss ja schließlich ein paar Bilder der Zeitung irgendwie geben. Kann ich sagen, Motto, oh, die Bilder, ja, ich verstehe schon, dass sie die Bilder des Attentats haben, gerne hätten, der heute, von heute 12.30 Uhr, aber die sind erst übermorgen fertig. Das hätte ja keiner geglaubt. Also es fehlen Dinge in dem Zapruder-Film. Egal, wie man das sieht. Und der Herr Zapruder hat angeblich seine Kamera eben nicht gestoppt. Das heißt, es fehlen ja schon Frames am Anfang. Ja, ist ja egal, wie viele Frames man jetzt nimmt, aber es fehlen ja schon Frames am Anfang. Ja. Egal, wo jetzt mein Counter ist von den Zahlen hier oben, ich habe trotzdem einen Sprung da drin. Das heißt, mir fehlen ganz Menge Frames. Guck mal. 106, 104, 114, 122, 130. Jetzt versuchen wir mal langsam zu springen, okay? So, 132, okay? Was passiert jetzt beim nächsten Frame? Pack, die Autos sind da. Also egal, was jetzt oben der Counter sagt, es fehlen massig Frames. Es entsteht ja der Eindruck, das wäre ein fortlaufender Film durch die Nummerierung hier. Dem ist aber überhaupt nicht so. Also, das heißt, es fehlen in dem Film Frames. Und zwar zwischen der Ankunft und zwischen dem präsidentalen Limousine auf der Elm Street. Angeblich hat ja der Fahrer William Greer den Bogen zu weit ausgeholt. Ich habe da auch eine Idee, warum er das gemacht hat, dass er das nämlich absichtlich gemacht hat. Manche Menschen meinen, ach, der hat den Bogen dann irgendwie falsch und der ist dann fast angeblich auf dem Bürgersteig gelandet und musste dann ruckartig wieder auf die Fahrbahn zurück. Und deswegen wollte man das angeblich nicht zeigen. Es gibt darüber natürlich kein Filmmaterial. Zack, 132 und zack, 133. Das heißt, da fehlt ein Minimum, sagen wir mal, 10 Sekunden, Minimum. Das ist nur ein vorausfahrendes Motorrad hier. Hier seht ihr noch keine präsidentiale Limousine. Also hier fehlen locker 10 Sekunden. 10 Sekunden sind 180 Frames. Aber gut, machen wir weiter. Wenn ich das jetzt schon weiß, dass da eine ganze Menge fehlt, ja, egal, ob das jetzt von 2 bis 133 oder ob ich den rumfahrenden Motorradfahrer hier mitzähle, es fehlen Frames. Also die Menschen sind nicht identisch und so weiter. Da muss ich doch nicht mehr haben. Das reicht doch schon. Es gibt genug Menschen, die sich damit beschäftigen, unter anderem der Herr Fetzner.
Und die vergleichen das eben mit dem Bild von, wem ist das Bild? Von Ike Atkins, der Mann, der angeblich mit seiner Frau zusammen durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben gekommen ist in den 1990ern. Und dieser Mann hat eben die wichtigsten Bilder geschossen an diesem Tag. Und eben dieser Officer Marshall, der eben zu sehen ist in der Mitte der Straße, der ist eben nicht zu sehen bei Zapruder. Der ist nur in dem Bild von Ike Atkins zu sehen, Atkins 5. Und da ist auch ein dunkelhäutiger Junge zu sehen und so weiter. Die Menschen sind alle nicht zu sehen in dem Bild von Zapruder, also aus dem Frame von Zapruder jetzt. Also das nicht zu sehen, der ist nicht zu sehen, der Lieferwagen ist nicht zu sehen. Den könnt ihr in die Tonne treten, den Film, nochmal. Also, gucken wir mal, dass wir hier mal weiterkommen. Ja, und es gibt tatsächlich Menschen, die also jetzt irgendwelche großen Storys darüber machen, die Geschichten erzählen und dann wirklich dann sagen von wegen, ja, der ist aber authentisch. Jeder, der das sagt, wie beispielsweise Robert Groden, der ihn Anfang der 1970er Jahre dem Öffentlichkeit, dem Publikum das zur Verfügung gestellt hat, ja, die lügen einfach, ne? Bewusst oder unbewusst, aber es ist auf jeden Fall eine falsche Information. Ja? Ja, ist er denn tatsächlich jetzt gefälscht oder verändert worden? Ja, natürlich ist er gefälscht und verändert worden, ja. Guck mal, es gibt genug Menschen, die dann so tun, als ob sie dann irgendwie Gefühle hätten, aber die dann eben Machtmenschen sind und die gehen dann über Leichen. Der Herr Bill Clinton beispielsweise mit Waco die Geschichte und der Obama hat einen Friedensnobelpreis bekommen und hat dann Drohnenangriffe gestartet. Die lachen euch doch ins Gesicht. Das konnte der Obama aber machen, weil der hat ja erst den Nobelpreis bekommen und danach hat er die Bombardemente gemacht. Ja, und man hat also, ihn auch nicht anerkannt, ne? Nee, er hat ihn nicht aberkannt bekommen. Das kann man dann ja nicht mehr machen. Also man hat erstmal gesagt, was für ein toller, friedesliebender Mann. Da hat man ihm einen Nobelpreis gegeben. Ja, einen Preis, der gestiftet ist von jemandem, der Dynamit so gesagt erfunden hat. Mhm. Womit man ja unglaublich viele leckere Kuchen backen kann und Kinder mit glücklich machen kann. Mhm. Satire aus. Und dann hat er eben genau dieses Dynamit genommen und dann auf die Menschen geschickt und gesagt, guck mal, jetzt zeige ich euch meinen Frieden. Na, genau das hat er gemacht. Ich finde das auch witzig, dass das so aussieht hier wie so ein angebliches Friedenssymbol, ne? Dieses Friedenszeichen, Peace-Zeichen. Ne? Ja, das ist auch schön. Aber es ist natürlich, es sind natürlich Dreiecke, ne, Michael? Das sind Pyramiden, ja. Ne? Ja, natürlich. Aber ne? Nur mal als Beispiel. Wenn wir schon von Symbolismus sprechen, ne? Genau, das sind alles Machtmenschen, ne? Also hier Bill Clinton im jugendlichen Alter schon den Herrn Kennedy die Hand geschüttelt, ne? Also toll, dass diese Sachen heute noch verfügbar sind. Was ein Zufall. Gut, aber das sind eben alles so Sachen, die sind alle zufällig. Ne? Also, ich kann nur jeden warnen, an Zufälle zu glauben. Dokumentationen können das nun so völlig in die Tonne treten, weil ihr nicht wisst, wann dieses Bild aufgenommen ist. Ja? Ich kann nur eins dazu sagen, es gibt Bilder, eben von Robert Hughes zum Beispiel, die eben dann Sachen zeigen von dem Tag und von ein paar Minuten vorher oder halt währenddessen. Hier seht ihr die Präsidentiallimousine, hier seht ihr die Queen Mary. Und so, und hier habt ihr dann letzten Endes dann auch Sachen, die eben auch im Zapruder-Film nicht auftauchen. Von dem James Fetzer habe ich einen sehr, sehr interessanten Artikel gefunden, und zwar erst gestern. Ich habe den unglaublich gut gefunden. Das ist über die ganzen Bilder, die jetzt zum Vergleich beispielsweise zum Zapruder-Film jetzt hier kommen, und zwar von dem Ike Atkins. Derjenige, der, wie der Jörg letztens so richtig gesagt hat, auf der Fahrbahn stehen musste, um dieses Bild zu schießen. Auf diesem Bild, genannt Atkins 6, ist es einfach so, dass er diese Limousine und alles gefilmt hat. Jetzt guckt euch nochmal an, wo ist denn der Mittelpunkt des Bildes? Der ist nicht die präsidentiale Limousine. Also dem Herrn Atkins ging es bei diesem Bild nicht um den Präsidenten, sondern um die ganze Szenerie oder aber um die ganze Autokolonne. Fand ich schon mal sehr interessant. Das Blöde ist jetzt, dass man auch nachweisen kann, dass auch seine Bilder komplett bearbeitet und manipuliert sind. Und das ist das Blöde daran. Wenn man beispielsweise sich die Helligkeitsverhältnisse anguckt zwischen dem Menschen hinter der Windschutzscheibe und dem Motorradpolizisten, dann kann man schon so ein bisschen skeptisch werden, aber es wird noch viel, viel besser. Viel, viel besser insofern, als dass der Herr Atkins netterweise seine Bilder dokumentiert und nummeriert hat. Und wenn ihr jetzt genau dieser Lüge verfallen solltet, dass dieser Mensch zufällig in der Didi Plaza gewesen ist zum Zeitpunkt des Anschlages, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube da nicht viel von, denn genauso wenig wie der Herr Zapruder zufällig in der Didi Plaza gewesen ist, ist der Herr Atkins zufällig in der Didi Plaza gewesen. Wenn er nämlich nicht zufällig in der Didi Plaza gewesen ist, musste er so tun, als wenn er zufällig in der Didi Plaza gewesen ist und deswegen durfte der auch nicht seine Motorkamera laufen lassen. Das heißt, unter Umständen
Unter Umständen, nur mal als Denksportaufgabe, hat der Herr viel mehr Bilder, als wir wissen, weil er unter Umständen, was er jetzt im Nachhinein keiner mehr beweisen kann, doch seine Motorkamera dann mit hat laufen lassen, seinen Filmmotor, der unten drunter läuft. Das heißt, unter Umständen hat dieser Mensch viel mehr Bilder geschossen. Das Ding schafft so ein paar Bilder pro Sekunde. Zack, 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 sagen wir mal 3 Bilder pro Sekunde. Dann hat er nämlich dann plötzlich Dutzende von Bildern und das ist nur eins davon. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es dann nur diese paar Bilder gibt an dem Tag. Denn warum sollte denn jemand jetzt privat zur Didi Plaza gehen? Vor allen Dingen, weil wir kein offizielles Presseorgan haben, was an diesem Tag weder eine Filmaufnahme gemacht hat, noch eine Fotoaufnahme gemacht hat. Und das finde ich äußerst suspekt. Das heißt, wenn das doch wirklich so ein schöner Park gewesen ist, abgesehen davon, dass es ein Freimaurerpark ist, wenn das doch so ein schöner Park gewesen ist, warum stand er dann nicht als irgendwie irgendjemand mal offiziell von Associated Press oder irgendjemand offiziell von CBS oder irgendjemand offiziell von wem auch immer? Nein, alles, was da passiert ist, ist rein zufällig gewesen. Der Olkens ist einfach da vorbeigeschlendert und der Zapruder, der stand einfach da auf dem Podest. Aber wenn der Herr Zapruder schon 32 Grad Hochgrad Freimaurer war, der auf einem John Neely Bryan Podest stand, im Tempel der Freimaurer, dann ist das genauso wenig zufällig, als wenn der Herr Altkins, der ausgerechnet auch noch bei Associated Press unterwegs ist und der auch noch in Dallas beheimatet war und der auch nicht nur Fotograf ist, sondern auch noch Editor, also Bildbearbeiter ist, der dann auch zufälligerweise nur seine kleine Privatkamera dabei hat, dann dürfte da genauso viel von glauben wie von Abraham Zapruder. Nämlich genau gar nichts. Ich tue das zum Beispiel nicht. Wenn ich doch einen Anschlag habe, dann möchte ich doch auch bitte schön alles dokumentiert haben, oder? Also suche ich mir noch jemanden raus und schicke den dahin und dann macht derjenige Fotos. Als wenn es da nicht irgendjemand anders gegeben hätte, der entweder bessere Fotos als der Altkins gemacht hätte oder wenn der Herr Altkins nicht vielleicht 2 Aufträge gehabt hätte, hat vielleicht 2 Kameras gehabt. Das kann doch sein. Er kann doch eine um den Hals haben und eine in der Hand. Gucken wir uns mal an. Geht weiter. Es hat viel Spekulation gegeben über die Authentizität und das Timing der Fotografien durch James Ike Altkins, einen Associated Press-Fotografen, der also nicht Amateur ist. Bitte nicht unterschätzen. Und deswegen hat dieser Herr Fetzner unglaublich ausführliche Untersuchungen gemacht, die ich euch jetzt im großen Teil ersparen möchte, weil zum Ersten ist das jetzt hier alles Englisch und ich habe es jetzt schon mal in Deutsch übersetzt und zum Zweiten hat der Altkins viel mehr Bilder geschossen. Wenn man die mal in Verhältnis setzt zu dem Zapruder-Film, dann sollte einem irgendetwas auffallen. Zum Beispiel, wenn der Herr Altkins jetzt hier einfach zu sehen ist auf anderen Bildern, der Didi Plaza, kurz nach dem Anschlag. Der Mann... Uiuiui, dachte ich mir, da ist aber noch einiges rauszuholen, ne? Also, der ist jetzt hier auch fotografiert worden, auf vielen Bildern drauf, wo er dann hier sich die Szenerie anguckt und sich denkt, naja, vielleicht schnappe ich ja auch den Attentäter, man weiß ja auch nicht, ne? Aber das ist, wie gesagt, jetzt hier nur die englische Abteilung, nur damit euch schon mal warm läuft mit den Fotos. Und ihr habt ja die ganze Zeit den Fotografen, den Altkins jetzt hier im Blick, der ist hier dominant auf dem Bild drauf. Und hier habt ihr die Familie Newman, die aufgrund der Schüsse, die da zu hören gewesen sind, einfach jetzt mal ihre Kinder in Sicherheit bringen, oder? Stephanie, stell dir mal vor, du hättest jetzt dein 3-jähriges Kind bei dir. Und würdest jetzt bei dem Aufmarsch des weltbekannten Bundeskanzlers Olaf Scholz in deiner Stadt da beiseite stehen und plötzlich sind dann Schüsse und jemand schreit und der Olaf Scholz sackt dann auf seinem Sitz zusammen. Wie würdest du dich verhalten? Also definitiv würde ich mich nicht mit meinem Kind in die Wiese legen und dann noch in die Kamera grinsen. Ich würde mein Kind unter den Arm klemmen und rennen, so schnell ich kann. Altkins erklärte in seinem FBI-Interview, dass er nach den letzten Schüssen auf den Didi Plaza und nachdem er Secret Service-Männern und dem Motorradkopf die Böschung hinaufgefolgt war, einen Anruf in seinem Büro getätigt hatte, direkt zu Associated Press in Dallas News Building, 5 Blocks entfernt. Das FBI legte 12.57 Uhr fest, nein, keine 13 diesmal, an der sich Altkins 6 dann telefonierte. Eine ziemliche Leistung, wenn man bedenkt, wie lange er gebraucht hätte, um sicherzustellen, dass auf dem Didi Plaza keine Kugel mehr flogen, die Zeit, die er brauchte, um Geheimdienstmännern und Polizisten auf dem Parkplatz zu folgen und so weiter und einen Anruf zu machen. Jetzt guck mal, überleg mal. Die ganzen Sachen, die der Herr Altkins jetzt hier dem FBI erzählt, sind letzten Endes alle unschlüssig. Das heißt, sie sind nicht schlüssig in sich, weil die haben mit der Zeitlinie zu tun, die einfach nicht stimmt. Ja, das ist aber jetzt nur die kleine Geschichte. Die große Geschichte ist, alle Menschen sind hier in totaler Aufregung. Stephanie, du siehst da eine Familie, die ihre Kinder beschützen will, weil da Schüsse durch die Gegend geflogen sind anscheinend oder zumindest Schüsse geheilt haben. Andere Menschen sind in wilder Aufregung und der Altkins, der ist die Ruhe selbst.
Der Ortgens geht ganz ruhig an den Newmans vorbei zum Bürgersteig und zum Bordstein der Elm Street. Alle Menschen haben halt irgendwelche totalen Aufregung und vielleicht auch Ängste. Der Ortgens ist die Ruhe selbst. Er hat sich einfach umgeguckt. Andere Menschen rennen, andere Menschen werfen sich hin. Der Ortgens hat sich einfach umgeguckt. Warum kann der das, ne? Guck mal hier, Stefanie, da hast du jetzt hier eine Familie, die Schüsse gehört hat und deswegen jetzt irgendetwas unternimmt, um ihre Kinder da zu beschützen, weil diese Schüsse, die sie gehört haben zumindest, genau hier den Hügel runtergeflogen sind. Das heißt, die also alle möglichen Leute auf der Farm hätten treffen können, weil die meisten Menschen gehen einfach davon aus, dass die Schüsse von diesem Grassy Knoll kommen und deswegen runtergeprasselt sind auf die Fahrbahn. Und da die an der Fahrbahn standen, haben die natürlich dann irgendwie sich da niedergeworfen, weil wenn du Schüsse dann irgendwo dann hörst, dann denkst du auch, nee, du willst jetzt nicht unbedingt wie eine Vogelscheuche ein gutes Ziel abgeben, gell? Richtig. Ja, und das ist die Geschichte dazu. Das heißt, der Herr Alkins sieht das dann nicht so, als wenn er sich dann irgendwie schützen müsste oder so. Der hat dann die Ruhe weg, ne? Das muss man ja auch mal anerkennen, ne? Der Alkins ist auch auf dem Bild hier drauf, wo er nämlich genau diese Kamera hält, wo dann der Herr Kennedy schon tödlich getroffen ist. Das heißt, der Herr Alkins hat ja gesagt, er wäre so gelähmt gewesen, dass er eben an dem Moment nicht auf den Auslöser gedrückt hat. Ja, das musst du jetzt glauben. Also der Mann scheint öfters etwas gelähmt zu sein, paralyzed ist der englische Begriff dazu, und ihr müsst das jetzt glauben, ne? Vielleicht ist er öfter so gelähmt und hat einfach so ein paar ruhige Minuten. Kann natürlich auch mal einen ganz anderen Grund haben. Ne? Denn in dem Moment, wo ja hier ein Schuss auf den Präsidenten geht, haben sich ja einige Menschen jetzt hier in Sicherheit gebracht, ne? Und zwar auf beiden Seiten der Fahrbahn. Das Blöde ist jetzt, genau der Zapruder-Film bietet das gar nicht an. Ja, nochmal der Alkins, der jetzt hier zu seiner Tasche geht, seiner Fotoausrüstung, wo ich ja immer noch sage, Moment mal, ich weiß ja gar nicht, wie viele Kameras der Mann dabei hatte. Ja klar, du siehst nur eine, aber meine Güte, es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten, ne? Und seine Bilder, und das ist nämlich jetzt die Geschichte dabei, seine Bilder, die werden erst abends gezeigt. Aha. Die ersten Bilder, die nämlich dann gezeigt werden, sind nämlich von ganz anderen Fotografen. Und er hat gesagt, naja gut, aber als ich die Sachen dann eingeliefert habe und so weiter, hat sich jemand meine Kamera geschnappt. Klar, du machst ein Bild oder Bilder, mit denen du berühmt werden wirst und irgendjemand schnappt sich einfach deine Kamera. Ist doch logisch, oder? Das ist ungefähr so, als wenn du ein Demo-Tape hast und die Sebastian und der Stefanie, die wollen jetzt ein weltbekanntes Duo werden, also so die Zillertaler Holzmusikanten oder sowas, ja. Und das einzige Demo-Tape, was die haben, ja, da schnappt sich irgendjemand in irgendeinem Kaufhaus oder irgendeinem Verlag. Ist ja egal. Ne? Irgendjemand. Ne? Also bis heute ist nicht klar, wer das gewesen ist, deswegen muss man ihm nicht glauben. Der jemand wurde nie identifiziert, obwohl der Herr Alkins zu der Zeit 26 Jahre im Shop war und wahrscheinlich jeden kannten, der dort arbeitete. Ja, das ist echt nicht zu fassen, wenn man das alles liest. Ne? Ja. Und der Herr Ortgens, der hat auch die gesamte Verarbeitung der von ihm aufgenommenen Fotos durchgeführt, von der Entwicklung von Negativen über den Druck und die Untertitelung bis hin zur tatsächlichen Arbeit an den Thermofax-Geräten der Sendeausrüstung. Also, der kannte sich damit aus. Der war nicht nur Fotograf. Ja, und deswegen hat man ein Problem mit der offiziellen Aussage von ihm gegenüber dem FBI und zwischen den wirklichen Dingen, die dann wirklich stattgefunden haben, weil das hätte der in der Zeit gar nicht schaffen können. Er hat ja gesehen, der hat da einfach seelenruhig rumgestanden. Der hat nicht die Beine in die Hand genommen und gesagt, jetzt muss ich mal beeilen, ich möchte der Erste sein. Wenn du doch normalerweise da diese Fotos geschossen hast, dann weißt du doch genau, dass in diesem Bereich Zeit Geld ist. Also gehst du doch dahin und sagst, boah, ich habe die Fotos geschossen, okay, passiert noch was? Nee, dann muss ich jetzt zack, 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 zack. Nö, der Alkins hat die Ruhe selbst. Also, deswegen sagt der Herr Fetzner meiner Meinung nach zu Recht, dass das alles sehr seltsam ist, dass er einfach sich mal so umgeguckt hat in der Didi Plaza. Ne? Aber es gibt eben Menschen, die haben die Ruhe weg. Ne? Ja, ich glaube halt, dass ich da eine ganze Menge dran riechen kann. Aber ihr müsst halt gleich mal sehen, ihr wisst gleich, warum ich da jetzt lange über den Herrn Alkins rede, im Gegensatz zu dem Herrn Zapruder, der kommt ja gleich. Der Herr Fetzner sagt hier, es gibt Aussagen, was ein Kollege von ihm, Herr Schäffer, dazu gesagt hat. Der hat gesagt, Zitat, ich denke, der Hauptgrund, warum Ortgens seine Aussage als solche gemacht hat, war, dass er wusste, dass der Negativfilm durch ein verändertes Negativ ersetzt wurde. Und dann ist eben dann Ende Gelände mit Interviews. Also ihr könnt euch da gerne auch mit befassen, das ist ein super spannendes Thema, ich kann den Mann nur empfehlen bis jetzt.
nicht seine Schlüsse daraus, aber zumindest seine Recherchearbeit. Die ersten Fotos kommen nicht von dem Herrn Altkins. Die ersten Fotos kommen von CBS und NBC. Und die benutzen eben nicht seine Fotos, weil die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht entwickelt waren. Klar, wenn der so ein Lahmarsch ist, ne? Ja, hat doch wohl schon seinen Grund, warum er so ein Lahmarsch ist. Also die ersten Bilder, die da gekommen sind, die haben den Kennedy positiv gezeigt, ne? In der Limousine. Okay, habe ich mir gedacht, okay. Das ist jetzt der Unterschied zwischen einem Zeitungsbild und das ist der Unterschied zwischen dem wirklichen Bild oder dem richtigen Print sozusagen. Und das ist ein bisschen schärfer als das hier. Ja, klar, ist eine Zeitung, ne? Ist kein Fotopapier. Geht aber noch weiter, wird noch viel interessanter. Das Rennen um die Veröffentlichung war im Gange, aber der Herr Altkins, der hat Zeit satt. Trotzdem sind seine Bilder, obwohl die mit zuletzt benutzt worden sind, die bekanntesten. Schon interessant, ne? Der Herr Cronkite, den kennt er noch, ne? Three Shots Have Rang Out und so weiter, der dann halt gesagt hat, ne, das ist jetzt hier in Dallas passiert. Der hat dann erst andere Fotos benutzen müssen. Ne? Von Dallas Times Herald und so weiter. ABC ist dann gekommen und hat dann eben genau diese Bilder gezeigt, diesmal von der anderen Seite. Ja? Und das ist eine Version dieses berühmten Bilds, wo der Clint Hill, der ja nur für die Jacqueline Kennedy abgestellt war, dann hinten einfach mal ein bisschen gesurft ist am Auto. Ne? Deswegen hat das Auto auch hinten, der hatte wahrscheinlich etwas mehr gegessen an dem Tag, hat das Auto hinten so ein bisschen einen Durchhänger. Aber gut, Spaß beiseite. Hill nur für Jackie. Ja, so, die retuschierten Bilder, die man dann sieht, die entsprechen nicht immer dem Original. Das heißt, hier mal ein Beispiel für ein retuschiertes Foto über Kabel, wo man dann sieht, dass also der Präsident, der sich jetzt hier, man sieht ja die Hand, irgendwie hinfasst, der Kopf irgendwie nicht so richtig passen will. Der Kopf scheint irgendwie ausgeschnitten zu sein. Ich hoffe, dass man das hier einigermaßen sieht auf dem Bild. Ne? Das passt hier von der Tiefe nicht. Es ist alles hier irgendwie so dunkel und das sieht ja aus wie eine, als wenn jemand mit einem Bleistift nachgezeichnet hätte. Das heißt also, das, was ihr seht, sind schon bearbeitete, manipulierte Bilder. Ein extrem beschissenes Drahtfoto, also das heißt jetzt hier über Telex und ne, also jetzt hier über den Draht, mit offensichtlicher Retusche, das Spuren um JFKs Kopf zeigt und auch andere Artefakte auf dem Bild. Also die Zeitungsleser kriegen dann bearbeitete Bilder, die kriegen nicht die Originale. Ganz wichtig zu wissen, also dass man immer glaubt, das ist ein Bild und damit kann ich jetzt beweisen, der und der hat ihn erschossen. Das könnt ihr euch sonst irgendwo hin tun. Das ist nicht so. Ja? Und es muss ja einen Grund haben, warum die Altkins-Fotos im Vergleich zu den übrigen Fotos, die an diesem Tag verteilt wurden, sich verzögert haben. Na, denn so eine Bilder, die hast du natürlich dann, da brauchst du nicht viel zu retuschieren, ne? Das ist ja alles dann happy, smiling people, ne? Das ist ja alles dann toll, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber dann andere Bilder, wo der Herr Altkins, wie gesagt, der hat ja die Ruhe weg, die sind dann erst später gezeigt worden. Ne? Sie wurden an diesem Nachmittag nicht im Fernsehen gezeigt und fanden erst sehr später an diesem Tag ihren Weg in die Zeitungen. Die Frage ist jetzt, wo diese Bilder dann gemacht worden sind, beziehungsweise wer diese Bilder entwickelt hat. Und da gibt es letzten Endes nicht so viele Möglichkeiten in Dallas, die über umfangreiche Manipulationsentwicklungsmöglichkeiten gehabt haben. Eine Firma davon ist die Firma Jaggers Charles Stowell, JCS in Dallas. JFK-Forscher sind ja mit der Firma Jaggers Charles Stowell sehr vertraut. Nach seiner Rückkehr aus Sowjetunion war es Lee Harvey Oswalds oder Lee Oswalds zweite Anstellung und er arbeitete doch zwischen Oktober 1962 und April 1963 sechs Monate lang. Wie wir jetzt sehen werden, bleiben viele lose Enden und unbeantwortete Fragen bei der Untersuchung dieses Unternehmens, von denen wir nun einige in den Fokus rücken werden. Das ist hier eine Druckerei und eine Fotoagentur sozusagen. Guckt ihr das an, ne? Und diesen Weg hätte jetzt der Herr sowieso zurücklegen müssen. Und es gibt eine Möglichkeit, das ist jetzt nur eine Hypothese, dass eben genau diese Firma, Jaggers Charles Stowell, die für die CIA im Bereich streng geheimer Karten für das US-Militär arbeitete, eine Rolle bei der Veränderung des Altkins 6-Fotos, also dieses große, breite Foto, wo der Präsident sich an die Kehle fasst, an diesem Nachmittag gespielt zu haben scheint, bevor es an die Zeitung gesendet wurde. Klar, man muss das Bild ja erstmal bearbeiten oder soll man es ehrlicherweise sagen, manipulieren? Nochmal, wenn ihr wirklich glaubt, dass es irgendein nicht manipuliertes Bild gibt in einer zensierten Presse, ja, das ist Illusion. Alle Bilder, der Jörg hatte mich am Anfang mal gefragt, ich habe zu ihm gesagt, pauschal, alle Bilder und alle Filme sind zensiert und manipuliert, die können sich das gar nicht leisten. Ihr habt genug Möglichkeiten, das selber nachzuforschen. Ihr wisst den Namen Fetzner, ihr kennt jetzt die Firma, könnt ihr euch selber raussuchen. Das ist super interessant.
Lee Harvey Oswald hat noch zwei Begriffe in seinem Adressbuch mit Hinweis auf Unternehmen notiert, Typografie und Mikropunkte. Und der hat da gearbeitet, monatelang, genau in dieser Firma. Ach, was ein Zufall. Also, das ist jetzt eine Hypothese hier, ne? Aber dass Bilder manipuliert sind, ist eigentlich klar. Das haben wir eben schon gesehen bei den Zeitschriften. Und das ist auch klar, dass wir das davon ausgehen müssen, dass die Regierung oder wer auch immer dann uns jetzt nicht unbedingt die Wahrheit erzählen würde. Ne? Ich spare mir jetzt hier mal die ganzen englischen Sachen, weil das wird jetzt hier wirklich zu heftig. Aber auch bei diesen bekannten Artgen 6 Fotos jetzt hier, wie gesagt, stimmen ein paar Dinge nicht. Die Sonne kam definitiv von der Seite jetzt hier und die Leute, ihr seht ja die Schatten hier an den Motorrädern und an den Menschen. Ne? Also die Sonne stand ja hier, ist ja ganz klar. Ne? Die Sonne stand im Süden. Hier ist Norden, also muss die Sonne im Süden gestanden haben. Logisch. Ne? Im Osten geht die Sonne auf, Süden nimmt sie ihren Lauf, war ja 12.30 Uhr. Also kam die Sonne von Süden. Also da, wo der Schattenfall ist. Ja, aber komischerweise müsste ja dann die eine Seite von den Menschen, die jetzt hier drinnen sind, müsste ja dann heller sein und die andere dunkel. Ist aber nicht. Selbst da kann man schon sehen, kann nicht sein. Guck dir das Bild jetzt hier an, ich habe es jetzt schon groß genug gemacht, von dem Fahrer der Secret Service Limousine. Da siehst du alles, hier siehst du nichts. Also, ist schon extrem seltsam. Wird aber noch komischer. Wird noch komischer. Ja. Der Ausschnitt, der nämlich dann hier drauf ist, der den Lee Harvey Oswald oder auch nicht zeigt im Texas Schoolbook Depository, ist auch bearbeitet. Kann man letzten Endes auch einfach nachweisen, ist also auch kein Problem. Ich fand es bis heute immer schon sehr obskur, warum gerade jemand, der mit einem Kind mit einer Mütze auf dem Arm dann da steht, dessen Gesicht nicht sichtbar ist, fand ich immer schon sehr obskur. Ich habe ja mal von der Jackie Kennedy gelernt, dass es unglaublich heiß gewesen ist an dem Tag. Dann frage ich mich, warum dieses Kind eine Mütze tragen musste. Aber wahrscheinlich hatte der irgendwie eine Hals- und Ohren, eine HNO-Entzündung und so. Man hat ja immer genug Gründe. Ne? Also das sind die Punkte, die der Herr Fetzner sagt, dass die alle bearbeitet sind in dem Bild. Das gibt unglaublich viele Sachen, auch an dem Altgen 7 Bild, das Bild, was in die Zeitung gegangen sind. Da gibt es auch einige Artefakte dran, wo also Sachen, Leute fehlen und eben Dinge nicht drauf sind. Die Flagge des Präsidenten, die dann verschiedenartig dann auf ist, mal mit dem goldenen Rand, mal ohne. Das ist schon, das ist schon interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Also wie wir manipuliert werden, das ist unfassbar. Und wenn dann nochmal jemand zu mir sagt, von wegen, ist doch ganz klar, der und der hat den erschossen, sage ich, okay, ne? Denkt mal bitte daran an Kausalität und Korrelation. Ne? Nur weil ein Flugzeug irgendwo gegen eine Wand prallt und es dann explodiert, heißt es nicht, dass das Flugzeug die Explosion ausgelöst hat. Das können zwei Ereignisse sein, die nur scheinbar miteinander zu tun haben. Es kann genauso gut jemand sein, dass also irgendjemand jetzt sich jetzt bei dem Anflug eines Flugzeuges dermaßen erschreckt hat, dass der auf irgendeinen Auslöser gedrückt hat. Ne? Mal ganz salopp gesprochen. Wir glauben immer alles, weil wir denken im Gehirn, aha, klar, logisch, ne, siehst ein Flugzeug und Peng macht Puff, logisch, da hat der Benzin an Bord, ne, oder Kerosin. Das ist genau dieselbe Geschichte mit Eastwood, ne, klar, wenn einer mit der Knarre da steht und macht Puff, der andere fällt um, dann denkst du auch, Mist, der hat den erschossen, ne, und dann stellst du fest, nee, Blödsinn, ist doch Eastwood. Ja, sieht aber genauso aus wie Jack Ruby und Lee Harvey Oswald. Und ich habe mir eine Bemerkung gemacht darunter, wenn du nicht von Amateuren gestört werden willst, wenn du ein Ritual machst, wähle eine Perspektive, wo sie nicht hinkommen. Das heißt, niemand kann dir sagen, was in 350 Metern Höhe irgendwo passiert ist, weil keiner war da oder kaum einer zumindest. Das ist doch optimal. Du hast einen Tatort, der so weit weg ist, dass dir keiner in die Quere kommen kann und sagt, Moment mal, das kann gar nicht sein, ich habe mein Smartphone gezückt in dem Moment und ich habe gesehen, wie das und das und das passiert ist und da ist irgendeine Detonation gewesen und da ist eine Bombe hochgegangen. Kann ja keiner sagen bei 350 Meter Höhe, gell? Hat ja auch keiner mit gerechnet, wusste ja auch keiner vorher. Also Korrelation und Kausalität, Vorsicht. Ne? Nur weil das jetzt so aussieht, als wenn, muss es dann nicht unbedingt dasselbe sein. Selber haben wir bei Altgen 7 genauso oder bei Altgen 6 auch. Also Dinge, die angeblich miteinander zu tun haben, müssen nicht irgendetwas gemeinsam haben. Und Sachen, die bewusst weggelassen werden, die haben dann wohl auch irgendwo ihren Grund. Das heißt, ich mache das jetzt deswegen nur, damit ihr wirklich seht, es gibt so viele Zufälle bei dem Anschlag auf Kennedy. Ja, wenn Lee Harvey Oswald dort ungefähr ein halbes Jahr arbeitet, oh Mann, ja, dann kann man sich davon ausrechnen, dass doch irgendwie das seltsam ist, wenn die ganzen Bilder es erst um 6:30 ins Fernsehen schaffen. Wisst ihr, wie viele Stunden da später ist? Das sind 6 Stunden später, wenn diese Zeitzone stimmt. Ich will mich da jetzt nicht drauf festlegen, ne?
Du kannst in dieser Zeit, selbst wenn Herr Alkins da noch in der Zwischenzeit ein Eis gegessen hat, so wie der Jörg, ja, da hast du immer noch Stunden Zeit, um dir das in Ruhe anzugucken und zu sagen, ach nee, das gefällt mir nicht und das hätte ich gerne anders. Ja? Ich esse gar kein Eis. Ja. Du weißt, wie ich das meine halt, ne? Ja. Naja. Also Alkins 6 und 7, die gelten als ungeeignet für den öffentlichen Konsum. Also die sind auch zu ehrlich, ne? Die 6 und 7 gibt aber 13, ne? Ja. Ja, ich bin bei der Stefanie in die Lehre gegangen. Ja, genau. Ja. Naja, siehst du, also es gibt unglaubliche Manipulationen, selbst an den Bildern hier. Ne? Ja. Das, wenn du das alles als Schlussfolgerung ist, die Alkins-Foto wurden erst am späten Nachmittag verschickt. Die Wahrheit an der Sache ist, dass die beiden wichtigsten Fotografien, die Alkins 6 und 7 zeigen, lange genug verzögert wurden, um von bis heute unbekannten Kräften umfangreichen Veränderungen unterzogen zu werden. Punkt aus, Ende aus, Nikolaus. Wenn die manipuliert sind, dann ist das der Grund, warum diese Fotos lange gebraucht haben. Denn, ihr dürft ja nicht vergessen, die Alkins 6 und 7 Bilder sind deswegen so essentiell, weil sie die Elm Street und den ungefähren Zeitpunkt des Anschlages zeigen. Alle anderen Bilder sind ja vor dem Attentat. Das heißt, da ist die Szenerie nicht drauf, da müsst ihr nicht jetzt auf irgendwelche Büsche achten und mit irgendwelchen Leuten, die dahinter lauern oder so. Und deswegen nochmal. Interessant ist ja der Aussage der unbekannte Kräfte, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, aber wie gesagt, du musst die Lüge halt nur groß genug machen, ne? Dass es ein Einzeltäter war, der aus der Sowjetunion kam und so. Ja, dass dieser Einzeltäter auch dummerweise in einem halben Jahr in einer CIA-Firma gearbeitet hat, die mit der CIA zu tun hat, mit Kartografie, mit Bildmanipulation, ne? Das erzählen dir die natürlich nicht. Ne? Das ist schon sehr, sehr interessant. Ne? Also deswegen muss sie die Leute halt letzten Endes immer auf die falsche Fährte locken. Ne? Und da habe ich keine Lust mehr zu. Also habe ich jetzt mir den Fetzen rausgenommen und mir die ganzen Geschichten angeguckt und habe mir jetzt hier mal ein schönes Bild gemacht heute. Ich hatte da so Lust drauf. Ne? Wenn euch irgendjemand irgendetwas unterjubeln möchte und hat gesagt, hier ist also etwas unglaublich Wichtiges, Weltbewegendes, ganz Gefährliches, Explosives irgendwie drin, dann musst du das glauben. Ja. Und du kannst es nicht beweisen, weil du nicht weißt, was der Herr gerade in der Flasche hat oder ob der Mensch gerade zu tief in selbige geguckt hat. Dieser Mensch lebt nicht mehr. Das ist der Herr Paul, der ehemalige Außenminister der Vereinigten Staaten. Ja. Oh je. Wo fange ich jetzt an? Und das wisst ihr auch nicht, wenn du so ein Fläschchen hast, wo also Omi draufsteht. Ne? Dann kann das also auch genauso gut sein, dass das ein Fläschchen ist, das nur für die Omi ist. Vielleicht kriegt Opi ein anderes Fläschchen. Aber du weißt eben nicht, was in diesem Fläschchen hier drin ist. Und deswegen kann es genauso gut sein, dass du die Omi damit total beglücken kannst, weil sie sich dann plötzlich wie Superman mit einem satanischen Pentagramm fühlt oder halt total stinkig ist, weil sie halt irgendwie so eine Flasche gekriegt hat, mit der Omi dann nicht so richtig klarkommt. Ich mach das jetzt extra. Vielleicht ist ja Omi in der Flasche drin. Ja. Ja, ich mache das jetzt extra so, damit ihr wirklich seht, ne, man kann uns alles erzählen. Ja, wir blicken da zwar durch, aber wir blicken doch nicht durch, zumindest nicht durch die Flasche. Also Vorsicht bei allen Menschen, die euch irgendetwas weiß machen wollen. Das hat mit Weisheit nichts zu tun. Ne? Im schlimmsten Falle kommt halt Omi mit dem Nudelholz. Ne? Deswegen benutzt der Herr Fetzner den Herrn Jack White, ein internationaler Experte über Anschläge und so weiter. Der war fotografischer Konsultant im House Select Committee on Assassinations und auch ein Konsultant des unglaublich unspektakulären Films Oliver Stone, JFK. Mhm. Und dieser James Fetzner hat eben genau dieses Buch geschrieben, Der große Schwindel. Das war sehr interessant. Ne? Und er hat also eben zusammengearbeitet mit Jack White. Jack White hat also 40 Jahre studiert über die Anschlagsgeschichte von Kennedy und hat also Bilder gebracht, die für mich sehr interessant waren. Hier beispielsweise ein paar Monate vor dem Attentat eine Verhaftung von dem Lee Harvey Oswald oder Lee Oswald oder wem auch immer oder Harvey in New Orleans, ne? Da wo angeblich eben genau dieses Forschungslabor mit den Affenviren ist, in New Orleans, Louisiana, ne? Am 9. August, also ungefähr 300 Monate vor dem Anschlag. Und aufgrund dessen kann man jetzt auch wieder die Größe abschätzen und die Kopfform und so weiter. Und dann stellt man wieder so ein paar interessante Dinge fest oder auch nicht. Der Herr White,
Der hat sich die Mühe gemacht und hat also auch verschiedene Sachen gemacht. Erstmal amateurhaft und dann immer weiter professioneller und hat gesagt, irgendwas stimmt da nicht von den Proportionen. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich muss halt erstmal ihm glauben, er ist ein ausgewiesener Experte. Und der ausgewiesene Experte Jack White, der leider nicht mehr lebt, der hat gesagt, das Gewehr ist zu lang und der Auswahl ist zu kurz. Also irgendwas stimmt an den Proportionen, an dem Bild nicht und man muss halt einfach auch gucken, ein paar Dinge sehen auch seltsam aus, hier der Schatten und der Schatten, aber ich bin da kein Experte. Es gibt andere Menschen, die sind Experten. Und wir hatten ja schon den Herrn, wie hieß er noch, Brugioni oder so, der in letzter Folge gesagt hat, dass also das Bild 313 auch dann eine Fälschung ist, weil diese weiße Wolke über dem Kennedy länger gewesen ist. Egal. Gibt ein Video, kann ich nur empfehlen können, das heißt JFK Zapruder Hoax, Jack White, Teil 3. Und er gesagt, es kann schon mal gar nicht sein, dass der Herr Zapruder den Film gemacht hat, weil vor dem Zapruder nämlich eben seine Sekretärin, die Frau Sitzmann, gewesen ist. Also, wer hat geschossen? Beziehungsweise, Entschuldigung, wer hat den Film geschossen? Also, wer hat den Film überhaupt gemacht? Der Zapruder? Oder auch nicht? Oder jemand anders? Oder waren vielleicht drei? Oder ist vielleicht derjenige, der den Film gemacht hat, ganz woanders? Oder? Weißt du nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, in einer klaren Version des Bronson-Films zeigt eben die Frau Sitzmann mit ihrem Rücken zu dieser Motorparade zwischen Zapruder und der Limousine, währenddessen er sogenannt Film war. Also irgendwas sagt er gesagt, er hatte also eine gute Version gesehen und hat anscheinend bessere Versionen als die, die wir im Internet haben. Weil ich kann auf den Filmen von dem Charles Bronson beispielsweise, kann ich jetzt also hier beim besten Willen nichts ausmachen, was da irgendwie gestanden hat. Oder ob da jetzt zwei Leute oder fünf Leute stehen, ich kann da nichts sehen. Was ich aber sehen kann in dem Film von Charles Bronson, mit unserem schönen Beweis von dem Aldkins 5-Foto, im Gegensatz zu dem gefälschten Zapruder-Film, ist nämlich genau aus dieser Perspektive, weswegen ich diesen Film jetzt gleich kurz einspiele, der weiße Lieferwagen, der hier genau auf der Elm Street steht. Und deswegen sage ich jetzt nochmal, ich habe Bilder von dem Aldkins und ich habe Videos von dem Charles Bronson und irgendwann so nach dem zweiten, dritten Beweis kann ich sagen, also der Zapruder-Film, den kannst du halt einfach in die Tonne treten. Ist das jetzt Zufall, dass der so heißt wie der Schauspieler? Ja, das weiß ich nicht, aber wir hatten ihn ja schon benannt, also da kann ja man ja auch nichts für, ne? Ja. Nee, man kann nichts für seinen Namen, das stimmt. Nee. Ja, und deswegen habt ihr jetzt hier auch die Geschichte mit dem Zapruder-Film. Der Zapruder-Film, der eben jetzt hier beispielsweise alle Menschen noch ausblendet, wie die Familie Newman, die ja Stephanie eben gesehen hat, die jetzt hier auf dieser Seite stehen. Da stand eine ganze Menge Menschen auf dieser Seite. Keiner davon ist auf dem Zapruder-Film zu sehen. Ne? Weil halt einfach jetzt hier diese schwarze Folie drüber gelegt ist. Ne? Ihr glaubt doch im Ernst nicht, dass das hier das Ende des Films ist. Also ich glaube das nicht. Abgesehen davon, auf diesem schönen Bild seht ihr jetzt auch hier die gelbe Fahrbahnmarkierung, die jetzt auch hier zweimal vorkommt, ne? Nämlich in einem gewissen Abstand. Und da kann man ja auch dran denken, dass es irgendetwas zu tun hat, dass dazwischen dann die Killzone ist, ne? Zum Beispiel. Aber wie gesagt, die Menschen fotografieren weiterhin und der Zapruder-Film bietet dir nichts an. Du siehst also eine ganze Menge Informationen auf diesem Bild einfach nicht. So, das ist die Anschauungsweise von dem Herrn Jack White. Hier seht ihr beispielsweise die Zeichnung, die er gemacht hat über den gelben Randstein, ne? Anfang und Ende. Und hier hat er beispielsweise gesagt, hier die eine Person, die hier auf unserem Bild sich hier so fortbewegt, ja, die hat er dann anhand der Höhe der Laternen jetzt hier mal vermessen und kommt auf 6 Fuß und 6 Inch. Das heißt, diese Frau muss auf diesem Bild sozusagen oder auf ne, dieser Geschichte jetzt hier von dem Zapruder-Movie 1,98 Meter sein. Mit Schuhen. Sei ja gegönnt. Also stimmt die Proportion nicht zwischen dem Hintergrund und dem Vordergrund. Und deswegen habe ich mir das aufgespart für diese Sendung, wo letzte Sendung der Jörg gesagt hat, aber der Michael hat uns da was versprochen und so weiter, hat aber diese Sendung nicht benannt. Deswegen habe ich mir das hier aufbewahrt für... Es ist halt doch ganz simpel. Deswegen, warum diese ganzen Zapruder-Filme jetzt hier so viele Sachen verschweigen und jetzt hier auch dieses Fenster fehlt... In dem vorherigen Bild, erinnert euch noch, dass dieses Seitenfenster nicht drauf zu sehen ist, ist ganz einfach, es sind verschiedene Layer. Ein Film heißt ja, ich lege irgendetwas über ein anderes Bild. Das heißt, die haben hier verschiedene Filme laufen und damit es nicht auffällt, das ist meine Hypothese, damit es nicht auffällt, dass das Auto sich teilweise nicht fortbewegt, läuft im Hintergrund ein Film mit den Menschen auf der Didi Plaza. Und im Vordergrund läuft ein Film über das Fahrzeug. Und dann werden die dann zusammengelegt, das nennt sich dann Komposit. Und dann wird der Eindruck
erzeugt, die Illusion wird erzeugt, als wenn sich dieses Objekt permanent bewegt. Das habt ihr ja beispielsweise, wenn ihr einem normalen Zug sitzt und der Zug steht und es kommt ein Zug von einem anderen Bahngleis an euch vorbeigefahren, habt ihr auch die Illusion, dass ihr euch bewegt. Aber das ist nicht so. Das heißt, dieser Film von Zapruder, wegen der falschen Proportionen, kann meiner Meinung nach nur deswegen so aufgenommen sein, dass er mit verschiedenen Layern arbeitet, damit das Publikum glaubt, dass diese Limousine sich permanent bewegt hätte. Das hat noch verschiedene, mehrere Gründe. Es werden also Menschen ausgeblendet und meiner Meinung nach, da würde ich heutzutage darauf wetten, nachdem ich die Geschichte auch mit der Mondlandung gelesen habe am Anfang, dass also da jetzt von einem Fernseher abgefilmt worden ist, dann würde ich sagen, die Qualität von diesem Film ist deswegen so schlecht. Du kannst das auch beispielsweise in einem großen Kino abfilmen, dass du also erstmal einen Film nimmst, den du also jetzt hier irgendwo beschneidest, schneidest die Limousine da raus, der läuft im Hintergrund und dann hast du einen zweiten Filmprojektor, wo du genau entgegengesetzt die Sachen machst und lässt die dann in einem gewissen Verhältnis dann laufen. Ob das in einem Filmstudio machen muss oder in einem Theater oder ob du das direkt am Schneidetisch machen kannst, weiß ich jetzt nicht, aber das wäre jetzt so meine Idee, warum die Menschen sich jetzt hier anders bewegen, als auf teilweise Fotos dann irgendwie dann schon so drauf sind und warum du niemals siehst, dass die Limousine stoppt auf dem Zapruder-Film. Ich habe nochmal eine kurze Bemerkung dazu. Ja. Die Frau ist 6'6". 1,98 Meter, also 198 ist die Quersumme 18, 666. Und in der Bibel steht schon drin, dass es Riesen gab, damals und auch später noch. Und es gibt auch so diesen Film von der 50-Meter-Frau. Also irgendwie haben die gedacht, wir verarschen die Leute mal richtig, wenn sie da... Entschuldigung, das wusste ich jetzt nicht. Da ja, habe ich dir die Pointe genommen, Michael, entschuldige bitte. Das wollte ich nicht. Naja, du siehst ja schon, dass die Sachen funktionieren. Ja, aber guck mal, bei dem Remake von der 50-Fuß-Frau, also 50 Fuß wären so 13 Meter oder sowas oder 15 Meter, da wurde dann nachher als Lösung gegeben, dass die eine Spritze zu bekommen hat. Und ich hoffe mal nicht, dass das die Omi-Spritze war, ne? Ihr habt auf jeden Fall jetzt, glaube ich, meine Idee verstanden, warum das so aussieht, wie es so aussieht, ne? Deswegen ist dieser Film auch unscharf, weil er halt einfach eine Zusammenstückelung ist und dann nochmal neu aufgenommen worden ist. Ja, und das ist auch der Grund, warum dann aus dem Auto ein Boot wird, weil man hat also verschiedene Ebenen. Und es ist auch der Grund, wenn du dir den Zapruder-Film anguckst jetzt hier, beispielsweise später, warum der John F. Kennedy dann halt im Bild fast verschwindet, weil die mussten alle möglichen Sachen, die jetzt hier noch sind, auch ausblenden. Weil wenn du hier eine Bewegung hast, dann musst du hier auch wieder korrelieren zu der Bewegung hier oben. Dann würdest du dir unnötige Arbeit machen, weil du jetzt unten nochmal ein Layer machen musst für die Bewegung der Leute unten. Und so hat man gedacht, nö, ich beschneide einfach jetzt den Ausschnitt da. Hier zum Beispiel, da siehst du ja, du siehst hier nichts mehr. Also da musste man auch jetzt nicht Rücksicht nehmen auf die Leute, die auf dem Bürgersteig standen, wie die Familie Newman. Und es waren noch mehr Leute hier. Es waren auch noch 3 Leute, inklusive den Hausmeister, auf dieser Treppe mit den 22 Stufen. Ja, ja. Und deswegen konnte man das alles schön umgehen. Hat auch noch einen zweiten großen Vorteil. Der große Vorteil ist mir erst heute aufgefallen, als ich mir das Auto angeguckt habe. Ich denke, da musst du auch erstmal drauf kommen. Ich hoffe, ich denke da gleich noch dran. Aber wie gesagt, so glaube ich, dass sie das gemacht haben. Die haben verschiedene Layer, die haben verschiedene Filme, die haben ein Original, ziehen davon zig Kopien und dann können die einzelnen Kopien, das heißt den Hintergrund bearbeiten, den Vordergrund bearbeiten und natürlich dann auch Bilder aus dem Vordergrund rausschneiden. Weil wie gesagt, die Bewegung der Limousine ist viel zu schnell. Das kann nicht sein, da müssen Frames fehlen. Demzufolge, da sind auch Bewegungen drauf von Leuten, die gar nicht möglich sind. Du kannst dich innerhalb von einer Drittelsekunde, kannst dich um 90 Grad drehen, also warte, das ist einfach nicht möglich. Oder 180 Grad und das ist alles nicht möglich. Das ist einfach physikalisch nicht möglich. Also kann das alles nicht stimmen. Na? Naja, Filme und was physikalisch nicht möglich ist, haben sie ja mit 9-11 uns auch mal ordentlich gezeigt, ne? Ja, aber das hat ja schon 1963 funktioniert und auch... Ja eben, deswegen haben sie ja 2001 auch gemacht auf die Art und Weise. Ja, hat ja, ja 63 funktioniert, dann funktioniert es jetzt auch. Ja, im Zapruder-Film zum Beispiel, da hast du hier einen Lieferwagen, der hinten keine Ladung hat, ne? Der ist einfach hinten offen, also der ist einfach hinten leer. Und und dann auf Bildern und so weiter und so fort, dann siehst du dann plötzlich einen Mann da drauf. Ja, der ist aber auf dem Zapruder-Film nicht drauf. Ist schon faszinierend, ne? Was da alles möglich ist. Und da habe ich jemanden gefunden. Da habe ich zuerst gedacht, naja. Und dann ist mir etwas eingefallen. Ich habe gedacht, Mensch, also das sollte man da doch mit reinnehmen. Ne?
Es gibt Menschen, die sagen, habe ja gesagt, der Herr Abrams, der Bruder, hätte den Kennedy erschossen. Ich stelle mich ja nicht auf den Standpunkt, ich weiß aber auch genau warum. Aber ich möchte es jetzt trotzdem benennen, weil es ist schon ein bisschen augenfällig von der Symbolik her. Ne? Wenn man sich mal überlegt, der Herr Oswald, ja, ist ja so ungefähr so wie der Zauberer von Oz. Oswald. Du weißt noch nicht mal, ob das sein richtiger Name ist, weil der Mensch oder ist oder war CIA-Agent. Ja? Und der ist mal eben so nach Russland. Also das ist ja alles eine abgekarte Geschichte. Ne? Und, Oswald bei JFK und Osman bei 2001. Ne? Tim ja, Osman, der genau, Name von genau. Und, Osama Bin Laden. Ist ja ein Schelm, der böse ist. Ja, und dann gibt es auch, ne? Auch noch OSS, also den früheren Auslandsgeheimdienst. Ne? Und jetzt musst du mal gucken, welche Verbindung ich da jetzt mir rausgesucht habe, weil das, ich glaube, das wird jetzt, manche Leute werden jetzt sagen, jetzt hat er völlig abgedreht. Aber guckt euch das erstmal an, bevor euch eine Meinung dazu bildet. Es gibt einen Wald im Zauberer von Oz. Das ist ein verwunschener Wald, ne? Also ein verhexter Wald, ne? Ein Zauberwald, ne? Mit dem Schloss der Hexe, ne? Hexenschloss da, ne? Eine Meile links rum, ne? Logisch links, ne? Ist ja klar, warum noch, ne? I'd turn back, also nicht, ich würde mich umdrehen, ich würde umdrehen. Ja. Das heißt das. Entschuldigung. Ja. So, und der Zauberer von Oz ist dann der Typ jetzt hier. Und Dorothy kennt er ja auch, ne? Und der Zauberer von Oz sagt das also genau, als er sich dann enttarnt hat, sozusagen, Mist, ich bin doch kein Zauberer, ich tue nur so, als ob. Sagt er dann nämlich da eine Zauberformel sozusagen, wegen dieser Urkunde und so weiter, sagt er E pluribus unum. Ich denke, ach nee. Ja, E pluribus unum steht auf dem Donnerschein, ne? Ja. Aus vielen eins. Ja, ja genau. Ne? Ja. Ja, ja, das ist schon sehr interessant, ne? Das ist schon sehr interessant, das steht auf dem Donnerschein, ne? Ich finde es trotzdem interessant, ne? Vor allen Dingen die ganzen Zufälle, die ja irgendwie keine sind. Jetzt guckt er das mal hier an. Nicht alles hier stimmt, aber ich sag dir mal, was jetzt hier stimmt. Natürlich, 8mm Kamera ist keine 8mm Knarre, aber ist jetzt auch egal. Pass auf, jetzt geht's. JFK and Abraham Coincidences. John Wilkes Booth, ja, shoots Abraham Lincoln. Abraham Zapruder shoots John F. Kennedy. Ich denke so, Kopfkratz, Kopfkratz. Das war schon mal interessant. Also, das verstehst du erstmal gar nicht, ne? Aber hier, John Wilkes Booth. Das ist ein Inside-Joke, ja. Ja. So, und Abraham Zapruder. Ja. Er schießt dann wiederum John F. Kennedy. So. Aber ist ja nicht der Ende der Fahnenstange hier, ne? Geht ja noch weiter. Das stimmt nicht. Aber der JFK hat dann auch sogar die Dorothy, die nach Hause möchte, nach Kansas, Judy Garland getroffen später. Und die Judy Garland hat sogar ein Lied für den John F. Kennedy gesungen. Und zwar natürlich welches? Ach, natürlich das Lied, ne? Schon interessant, ne? Ja, und deswegen gibt es auch eine ganze Menge interessante Sachen. Beispielsweise der JFK und der Herr Polizeimensch da, Tippett, der ermordet worden ist. Beide sind ermordet, die sehen ungefähr gleich aus. Ach, es ist wirklich interessant, ne? Und die Researcherin, die mit Jack Ruby gesprochen hat, die ein Tagebuch angefertigt hat und kurz vor der Veröffentlichung dieses Tagebuches ermordet worden ist, die hieß Dorothy Kilgallen. Ja, wie die Dorothy aus dem Zauberer von Oz. Und das ist genau die Geschichte jetzt hier mit dem Monkey Virus, ne? Mit Flying Monkeys. Flying Monkeys ist ein Begriff, der heißt fliegende Affen. So werden die Handlanger von Narzissen bezeichnet. Ich möchte da jetzt nicht weiter auch noch drauf angehen, sonst wären wir nie fertig damit, aber im Wizard von Oz schreibt dann die Hexe mit ihrem Besenstiel in die Luft, ne, ergib dich, Dorothy. Ja, und Dorothy Kilgallen ist ausgerechnet diejenige, die die Reporterin gewesen ist, die dann halt diese einzige Interview mit Jack Ruby geführt hat, was bis heute nicht erhältlich ist und alle Unterlagen sind verschwunden, nachdem sie dann ermordet worden ist. Die heißt ausgerechnet Dorothy Kilgallen. Die hat sich mit Jack Ruby da getroffen, wenn ich richtig im Kopf habe, im Gefängnis. Und der hat gesagt, so, ich werde das jetzt alles aufdecken, diese ganze Verschwörung und so weiter und so fort. Und das hat sie eben nicht überlebt. Das ist interessant, ne? Interessant. Vor allen Dingen, wenn es eben im Zauberer Oz mit Magie zu tun hat, ne? Und es hat bei Kennedy auch irgendwie mit Magie zu tun, mit der magischen Kugel, ne? Ist übrigens dieselbe Magie wie bei Dorothy, ja? Und den Ruby Slippers, ne? Nochmal, das ist Dorothy und die hat Ruby Slippers an, so wie Jack Ruby, der falsche Ruby ist. Ja, ja. Slippt über Ruby, ne? Fällt über Ruby, ne? Ja. Und das ist ja ein Bild, was ich schon, glaube ich, in der irgendwie fünften Ausgabe oder so der satanischen Musikagenda oder so gemacht habe, also vor 4 Jahren oder 3 Jahren oder so. Also ich hätte nicht gedacht, dass mir das nochmal über die Füße fällt, aber sei es drum, ne? Rote Schuhe, Stephanie, wofür steht rot?
und Sünde. Nochmal lauter bitte. Für Blut und Sünde. Genau, und deswegen trägt der Papst, der oder der alte Papst dieses, der neue trägt schwarz. Ja, das ist auch nicht viel besser. Hatten wir ja schon bei dem Flaggensymbol, ne? Ja, die haben also ihren Style. Ja, die passen den auch so ein bisschen an. Aber ist schon interessant, wenn man sich das alles mal anguckt, ne? Jack Ruby, Ruby Slippers von Dorothy, Dorothy interviewt Jack Ruby. Oh, also, und dann mit einer magischen Kugel. Also irgendwie, ich glaube, manchmal den Eindruck, als wären die uns ein bisschen veräppeln. Aber gut, der Zauberer von Oz hat natürlich dann auch hier seinen Umhang und manche Menschen möchten gerne wissen, was hinter dem Vorhang ist. Und dummerweise ist es natürlich dann immer dieses Grün. Ja? Und es gibt ja in der Filmwelt gibt es eben einen Greenscreen, also wo dann alles dann plötzlich reinkopiert wird und drüber kopiert wird, sodass es dann aussieht, als wenn eine präsidentiale Limousine beispielsweise im Gras fährt und nicht mehr auf der Straße. Das ist auch dann Greenscreen, ne? Selbe grüne Geschichte, grüne Farbe, wie jetzt hier auch im Zauberer von Oz. Oder besser gesagt, wie die magische Laterne. Oder hier die grüne Laterne als Comicfigur, wie ich bezeichnet, ne? Das sieht dann im Zauberer von Oz dann so aus, ne? Der hat dann ein großes Projektionsbild. Ja, was ist das denn anders als ein Kino hier? Oder ein Film, der hier abläuft? Ja? Und dann, als er entdeckt worden ist, sagt er dann übers Megafon, sagt er hier, pay no attention to the man behind the curtain. Also beachte nicht den Mann hinter dem Vorhang. Du sollst nur das hier sehen. Du sollst nur den Mann im Fernsehen sehen. Den sollst du glauben. Und wenn der zu dir nachher dann sagt und so weiter. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja? Die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Dann ist das genauso, als wenn jetzt hier der Zauberer von Oz sagt und so. Ja, also schenke keine Aufmerksamkeit dem Mann hinter dem Vorhang. Denn das, was der macht, ist letzten Endes dann auch nur ein billiger Zaubertrick. Wie macht er das? Die Feen hatten sich über seine Wiege gebeugt. Die Feen oder der Teufel, aber sie verschwenden ihre Zeit. In meinem Kopf ist für Märchen kein Platz. Ich sehe klar. Oh. Ein bisschen Rauch, ein bisschen Krach. Und ein Scheinbild. Und fertig ist die große Illusion, dass jeder sagt, ja, der Zauberer von Oz existiert, ich hab's doch gesehen. Das ist genau dieselbe Geschichte wie mit Kennedy. Die haben alle gesehen, dass er umgebracht worden ist. Und die haben Schüsse gehört, die dann von den Zaun kamen. Deswegen glauben die Menschen, ja klar, wir rennen jetzt dahin und dann finden wir den Mörder. Übrigens, der Hund, der den demaskiert hat, im wahrsten Sinne des Wortes, heißt Toto. Ne, falls euch mal irgendwann mal so eine Band mit demselbigen Namen über die Füße läuft, könnt ihr dann mal dran denken. Ne? Und deswegen ist das alles Zauberei. Das ist alles fauler Zauber. Das sind alles Trickaufnahmen, Trickfotografie. Ne? John erschießt Abraham und Abraham erschießt John. Oder aber der schießt zumindest einen Film oder ein Foto, der Herr Abraham. Aber die Frage ist ja, hat er überhaupt geschossen? Aber fand ich schon mal interessant und bemerkenswert. Nochmal, er sagt selber in dem Interview, am selben Tag, I kept on shooting. Also ich habe weiter drauf gehalten, ne? Also manche meinen dann, er hätte dann jetzt dann aufgeschossen. Also, doch, hier steht's, ja? I kept on shooting, sagt Abraham über John. Das ist echt, musste das alles mal sacken lassen. Irgendwann wird es echt zu viel, ne? An Symbolen und an Zufälligkeiten bei Kennedy. Ne? Wenn dann noch siehst, dass der Lee Harvey Oswald oder welcher Oswald auch immer jetzt in diesem Hutlabor gearbeitet hat. Oh, das ist ja, aber das ist eben so. Die Leute haben dann irgendwelchen Knall gehört, wie ein Feuerwerkskörper. Und dann haben sie geglaubt, nee, dann habe ich jemanden mit einer Gewehr gesehen am Texas School Book Depository und deswegen war es ein Schuss. Ja, vielleicht war es ja doch nur ein Feuerwerkskörper. Ne? Naja. Gut, das hatten wir alles schon hier. So, das ist der Herr Jack White. Wie gesagt, der macht ziemlich gute Arbeit, würde ich sagen. Ist auch interessant, dass er von Menschen nicht benutzt oder kaum benutzt wird, die also das, die Verschwörung widerlegen wollen. Die wissen auch warum. Er hat Bücher geschrieben, beispielsweise hier auch mitgearbeitet in Assassination Science, also Anschlagswissenschaft mit dem Buch über John F. Kennedy. Ja? Hier stehen also Dinge drin, die eben nicht sein können. Dass also dann der Zuschauer Hugo Betzner eine Distanz überbrückt, die also alles übersteigt, was also Menschen möglich wäre zu diesem Zeitpunkt. Und in einer Drittelsekunde, also in 6 Frames, 6/80 Sekunde und so weiter, hat eben die Frau Linda Willis sich um 180 Grad gedreht und hat eben weiter übernatürliche Kräfte. Ne? Aber es ist eben alles Zauberei. Wenn du schon eine magische Kugel hast, dann muss der Rest natürlich dann auch irgendwo stimmen. Ne? Ja, also du kannst dir nicht vorstellen, also hier in Frames 312, 321, dann ist er eine halbe Sekunde und so weiter, dreht er sich um 90 Grad und so weiter und so fort. Und da ist er auch schon getroffen. Ach, das, Leute, das ist echt alles faszinierend. Ja, faszinierend. Und nochmal,
das ist von Anfang an, bevor ich den Artikel gelesen habe, habe ich gesagt, der Film läuft einfach zu schnell, weil das kann einfach nicht sein bei der Geschwindigkeit, wenn du Frame für Frame für Frame für Frame guckst. Das geht nicht, funktioniert nicht. Ja? Deswegen kannst du auch nicht beweisen, dass der Erzabruder den Film geschossen hat. Es tut mir leid, aber du musst wirklich alles in Frage stellen. Ja? Du musst alles in Frage stellen, das ist so. Ja? Der Robert Groden, der hat den Film zwar auf den Markt gebracht, aber nicht das Original. Das ist faszinierend. Und da gibt es halt verschiedene Rangordnungen, verschiedene Institute, die sich damit beschäftigen. Und dann haben sie halt Filme davon und Images davon und Frames davon haben sie dann eben dem Massachusetts Institute of Technology gegeben und auch dem Jet Propulsion Lab. Ich denke, oh Leute, das war jetzt eine schlechte Idee mit dem Jet Propulsion Lab. Das hat hier mit dem Mars Rover zu tun. Und Jet Propulsion Laboratory arbeitet ganz eng mit der NASA zusammen. Und das ist echt ein Blöd. Ich würde niemals ein Bild geben, weil es kann nämlich sein, dass die das Bild wieder überspielen. Ja, genauso wie das 1969er Bilder da passiert ist, dass die einfach die Bilder dann versemmeln, verschludern und dann plötzlich irgendwie mit Marmelade, ich weiß nicht, also du kannst denen doch nichts anvertrauen, was wichtig ist, alles was mit der NASA zu tun hat. Geht doch gar nicht, ne? Und ich hatte noch mehr Gründe, beispielsweise das Teufelsgate, also das Devil's Gate in Los Angeles, wo eben der Begründer von JPL, Jet Propulsion Laboratory, wo man eigentlich sagt Jack Parsons Laboratory, eben genau der Jack Parsons, ein absoluter Schwarzmagier, Leiter der amerikanischen Division von Aleister Crowley natürlich, dann da seine Späße gemacht hat und da seine ganzen Sprengstoffsachen gemacht hat, natürlich am Teufelstor. Ne? Warum? Ja, dafür müsstet ihr euch jetzt meine englische Serie Is Science the New Religion angucken und antun. Und wie gesagt, der fand Aleister Crowley ganz gut. Aleister Crowley, der also auch gesagt hat, ich bin der schlimmste Mensch auf der ganzen Welt. Ich glaube, es gibt immer irgendjemanden Schlimmeren, aber ich würde meine Bilder also nicht jetzt irgendeine Organisation geben. Ich würde das also eher für mich behalten. Und wer weiß, vielleicht hat heutzutage jemand einen authentischen Film von oder ein Foto von dem Anschlag. Ne? Also Lee Oswald und Harvey Oswald waren Agenten vom CIA und haben John F. Kennedy eben nicht getötet. Also es gibt da auch wieder Lookalikes oder halt Doppelganger oder auch wie auch immer. Ja? Das ist eine sehr interessante Geschichte. Und das geht immer so weiter mit dem Zapruder-Film. Das sind also alles Sachen, die funktionieren nicht. In einer Biografie wird gesagt, dass also Mary Moorman, damit sie ihren Film und so weiter dann machen kann, mit einem Fuß auf die Fahrbahn geht. Oder auf der Fahrbahn steht, besser gesagt. Und dann, als die ganze Geschichte dann kam und so weiter, ist sie dann zurückgegangen. Das hat sie selber so ausgesagt. Ne? Aber dooferweise auf dem Zapruder-Film, da steht sie komplett auf dem Rasen. Darf ja nicht sein, was nicht sein darf, ne? Kann man ja auch locker machen, wenn man eben die Möglichkeit hat, den Vordergrund und den Hintergrund separat zu bearbeiten. Also stimmt der Zapruder-Film wiederum nicht. Tja, blöd, ne? Wenn man dann auch wieder so Biografien liest und so, sollte man vielleicht nicht machen. Und ob das jetzt hier so stimmt, kann ich nicht sagen, da gibt es Diskussionen drüber. Wo es aber keine Diskussion drüber gibt, ist eben, dass die ganze Menschenmenge jetzt hier auf dieser östlichen Seite nicht passt. Ja. Und als ich das gelesen habe, ich denke, oh Leute, der Jörg erschlägt mich, wenn ich das jetzt auch noch bringe, ja. Da gibt es in Bildern, die also da geschossen worden sind, von dem Herrn Alkins, da gibt es da Leute drauf, wo du denkst, ey, nein, das hört überhaupt nicht mehr auf, ja. Da gibt es Leute, die CIA-Beamte sind, und zwar hochrangige. Auf diesem Bild ist wohl unzweifelhaft der Lucien Cunane in der Dealey Plaza. Der dann grinst, währenddessen dann John F. Kennedy dann vorbeirauscht und natürlich auch die Frau Kennedy und alle anderen dann da vorbeirauschen. Lucien Cunane. Ich denke, ach, nö, nicht der. Ja? Der hat für die CIA gearbeitet und nicht nur das. Der hat auch für den General Edward Lonsdale gearbeitet, in einer verdeckten Operation gegen die Regierung von Ho Chi Minh in Nordvietnam. Und ich denke, oh, das wird endlos, ja? Das wird endlos. Und der soll auch angeblich verwickelt sein in den Anschlag auf John F. Kennedy. Und in seinem Buch, Die letzte Untersuchung 1993, hat ein Autor namens Gethon Fonzi ausgeführt, dass eben Cunane eng verbunden war mit E. Howard Hunt. Und da ging natürlich meine größte Alarmglocke an, die ich jemals irgendwie hätte. Ja, und die haben alle damit zu tun. Und auch unser Mr. X sozusagen aus dem Oliver Stone-Film, also der dieses 666-Zeichen gemacht hat, der hat gesagt, dass also Cunane ausdrücklich identifiziert war, dass er in Dallas war an dem Tag des Anschlages. Und da war ja nicht er alleine. Und 1970 hat dann genau unser E. Howard Hunt den Herrn Cunane an Präsident Nixon vorgestellt. Und das ist der nächste Schlamassel in der ganzen Geschichte. Und der Herr Cunane, wie gesagt, das ist einer, der ihm dazu zu tun hat mit der ganzen Geschichte von Jörg, helf mir mal in die ganzen Indianischen Nase. Wie heißt der nochmal, der
der ermordet worden ist am ersten. Bitte? Ja, das war Viadin. Viadin, ja, genau. Ja, genau. Und die Ermordung von dem im Vietnam. Der Präsident von Südvietnam. Ja. Und gleichzeitig mit seinem Bruder ermordet, der Chef der Polizei war. Ja. Ja, und das ist genau 3 Wochen vor dem Anschlag gewesen. Das war richtig Kopfhab, der, glaube ich, die 1. November oder so von 1963 gewesen. Ja, das war ein paar Wochen vorher. Ja. Guckt euch das an, das sind alles Zufälle, die könnt ihr doch nicht, da könnt ihr doch nicht glauben, dass das alles Zufälle sind. Ja? Dann sind Bilder ruiniert worden. Der macht das hier so alphabetisch. Bilder ruiniert worden, die also dann hier etwas gezeigt haben vom 6. Stockwerk. Die sind Bilder ruiniert worden vom FBI. FBI destroyed as evidence. Ja? Also FBI zerstört dann eben Beweis. Ja. Der Herr Dulles, der geschasst worden ist, rausgeworfen worden ist, dessen Bruder Jesuitenpriester war, der hat eben dann die Ranch besucht von Lyndon B. Johnson. Da sagt er, es gibt falsche Überläufer von Lee und Harvey. Da gibt es also verschiedene Identitäten, verschiedene Menschen, die dann ungefähr gleich aussehen, die dann auch für die CIA arbeiten und dann eben ausgetauscht werden können. Sodass also dann er sagt, er hätte also verschiedene Formen oder verschiedene Dokumente, die er dann gegenüberstellt und hat gesagt, also hier, das sind so Lebensläufe, die dann hier auch gefälscht werden und Sachen, die dann hier eben dann auch gemacht werden. Und die sind auf denselben Schreibmaschine entstanden. Ne? Also das ist der Jack White, der sich da unglaublich sein ganzes Leben für interessiert hat. Ne? Er hat gesagt, die FBI hat alles gefälscht. Die haben alles gefälscht. Lee und Harvey. 2 unterschiedliche Charaktere. Ist nicht meine Aussage, seine Aussage. Und der Mann hat sich 40 Jahre damit beschäftigt und wird von Herrn Fetzner benannt. Kann alles nicht stimmen, aber ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wir wissen ja, dass es viele Doppelgänger gibt. Ja? Die Menschen waren 11 Tage auseinander und haben unterschiedliche Lebensläufe gehabt. Ja? Und Harvey ist dann eben der Ehemann von Marina. Also Oswald. Ne? Ist immer Oswald. Ist immer der Os im Wald. Ja, es ist nichts für Menschen, die nur Tagesschau gucken, diese Sendung. Definitiv nicht. Die sagen, das ist alles völliger Quatsch. Ja, aber wenn ihr euch nicht mal anfangt, Dinge in Frage zu stellen, wann dann? Ja? Er hat ja auch gesagt, die Kugel ist nicht identisch. Die erste Kugel, die dann gefunden worden ist, hat mit der Kugel, die nachher vom FBI dann halt produziert und präsentiert worden ist, nichts zu tun. Es gibt hier immer diese Abdrücke in dieser an dieser Kugel durch den Gewehrlauf, wie viele Züge der Gewehrlauf hat. Und beim ersten Mal hat es dann 4 und beim und die Original hat eben 6 Züge. Na? Von daher kann es gar nicht die Kugel sein, die da jetzt zu dem Gewehr gepasst hätte. Also passt schon mal nicht. Ne? Weiß natürlich nur jemand, der sich damit beschäftigt, also der sich mit Munition und so auskennt. Ne? Dann der Herr Greer, der macht eine unmögliche Bewegung mit dem Kopf. Ja? 301, 305, das ist noch nicht mal eine dritte Sekunde. Ja, das geht also gar nicht. Also das heißt, es fehlen einfach Sachen da drin. Ja? Und es gibt also dann auch eben hier keine Aufzeichnungen über eben diese ganzen Radiokommunikation aus der präsidentialen Limousine. Und da könnt ihr euch mal denken, warum nicht. Das ist bestimmt eins der Dokumente, die nie veröffentlicht werden, wenn ihr dem Joe Biden glaubt. Ne? Die Frage ist auch, wen hat er denn jetzt da kontaktiert? Und ich hätte 2 Menschen, die ich da verdächtige. Der erste war Lyndon B. Johnson, von dem wir ja wissen, dass er sich geduckt hat. Und mit irgendeinem Walkie-Talkie verbunden war. Der zweite war der Polizeichef von Dallas, der Herr Curry, Hochgrad Freimaurer. Ja, Freimaurer Radio, ne? Wie ich schon mal gesagt habe. Ja, ja. Dann haben wir Jean Hill, die Frau in Rot, die dann ne, neben der Frau Moorman steht. Ja, das ist eben die Geschichte jetzt hier. She and Mary never wavered that they were standing on the street, yet the Zapruder film shows both of them standing 2 feet south of the curb on the grass. Also der Zapruder film zeigt beide 60 cm oder 70 cm auf dem Rasen, wobei beide auf der Fahrbahn standen, wenn du das von einem anderen Film jetzt mal ablichtest und abziehst. Also von daher nochmal, auf dem Zapruder film fehlen einfach Informationen. Das Beste, was ich gefunden habe bis jetzt, war fast das Beste, war der Buchstabe H. H steht für Hand. Der Tramp. Und der Herr White lehnt sich aus dem Fenster und sagt, eins der Tramps war E. Howard Hunt. Es gibt keinen Zweifel, sagt er, dass der CIA-Agent E. Howard Hunt, der eben verkleidet war als ein Tramp in die Plaza, verhaftet wurde und fotografiert wurde. Und da hätte ich jetzt meine nächste Steigerung zu den Freimaurern, die von dem Sovereign Military Order of Malta kontrolliert werden. Und jetzt eben zu E. Howard Hunt. Wenn das stimmt, was der Herr Jack White jetzt steht, dann haben wir die Hierarchie jetzt komplett.
In der Dokumentation Ein Coup, der in Amerika gemacht worden ist, und der Coup in Amerika hat natürlich auch mit JFK zu tun, logischerweise, sagt bei 15 Minuten 51 der E. Howard Hunt viel später, dass sie, sprich der Geheimdienst, immer ganz bewundernswerterweise gesagt haben, dass sie eben die Jesuiten bewundern, dass sie den größten Geheimdienst der Welt aufgerichtet hätten. Und damit gibt er natürlich auch zu, dass die CIA nicht nur Supreme Military Order of Malta ist, sondern dass die CIA Jesuiten gesteuert ist. Was wir ja schon mal hatten, durch einen gewissen CIA-Direktor, der das so zugegeben hat, hat er gesagt, ohne die Unterstützung der Jesuiten wäre ich heutzutage nicht hier. Würde ich in Washington nicht überleben, hat er gesagt. Komm auf den Namen jetzt nicht, aber egal. Ja, und deswegen habt ihr jetzt genau die Verbindung zu den Freimaurern, zur Royal Military Order of Malta und zu den Jesuiten, wenn wir wissen oder wenn wir annehmen dürfen durch den Herrn Jack White, dass eben da die Verbindung ist zu E. Howard Hunt. Und wir wissen schon, dass auch Lucien Cunane, der ja wiederum jetzt hier mit den vietnamesischen Sachen da zu tun hat, mit dem Anschlag 3 Wochen vorher, vor dem Anschlag auf Kennedy, dann eben auch mit E. Howard Hunt zu tun hatte, diesmal mit den Richard Nixon, ein paar Jahre später. Also da habt ihr die Verbindung von dem Geheimdienst CIA über den E. Howard Hunt mit den Jesuiten. Und jemand, der das kurze Zeit später gesagt hat, ist der Herbert Charles Holdridge, ein amerikanischer Militäroffizier, der eben der einzige Offizier war, der eben in Ruhestand gegangen ist im Zweiten Weltkrieg. Und der hat damals in einer Verschwörungsreihe Folge Nummer 10 gesagt, spielt Religion in der Politik eine Rolle. Es gäbe zu viele Katholiken, wenn ihr euch dann noch erinnert. Das ging sich damals um die bevorstehende Nominierung von John F. Kennedy. No? Syllabus of Errors, Papst Pius IX. Und so weiter, haben wir ja damals behandelt, müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Und er hat am 27. November 1963, also sprich 5 Tage nach dem Anschlag, einen Brief geschrieben zu dem Attorney General des Staates Texas. Und hat da den Lyndon B. Johnson in dem Mordfall von John F. Kennedy und Lee Harvey Oswald, also auch interessant, ne? Lee Harvey Oswald, ne? Also nicht Lee Harvey Oswald, sondern Lee Harvey Oswald, hat er nämlich dann da verdächtigt und hat eben dann gesagt, dass Lyndon B. Johnson ein Mitverschwörer wäre bei Kennedy und den Kräften im Vatikan. Das hat er hier komplett geschrieben, in einem offenen Brief, hier Open Letter. Dieser Brief ist heutzutage noch im Internet erhältlich. Das ist die Übersetzung von Miss Marple. Vielen Dank dafür. Ich würde nur auszugsweise das eben machen. Und er sagt jetzt hier, der Herr Holdridge, so, meine Güte, so viele Namen hier. Der Holdridge sagt, im Rahmen meiner Schlussfolgerung, es geht sich nur um das Attentat an John F. Kennedy hier und Lee Harvey Oswald. Im Rahmen meiner Schlussfolgerung, dass diese Morde von den Streitkräften des Vatikans und der Jesuiten geplant wurden. Er sagt, Lyndon B. Johnson war ein Mitverschwörer mit Kennedy und den Streitkräften des Vatikans bei den betrügerischen Wahlen von 1960 und ist ebenso schuldig wie Kennedy für jedes begangene Verbrechen. Er akzeptierte ohne Protest die aufrührerischen Befehle des Papstes, dass alle römischen Katholiken für Kennedy stimmen sollten. Mhm. Ja, und Johnsons Absicht, die aufrührerische Politik Kennedys fortzusetzen, wurde in seiner Rede vor dem Kongress deutlich gemacht. Sein Festhalt an der Kennedy-Politik in Vietnam, die die Ermordung buddhistischer Mönche und die anschließende Ermordung von Diem und Nguyen einschließt, alles unter dem Einfluss der CIA, sein Festhalten an der Unterstützung der Haie der Wall Street, der die Vereinigten Staaten in Ruin getrieben hat, bei seinen Raubzügen gegen die Sardinen, Lateinamerikas und so weiter und so fort. Kein Wort der Loyalität gegenüber der Verfassung und der Bill of Rights. Also das geht jetzt hier gegen den Herrn Johnson. Aber er schreibt also ganz eindeutig über den Herrn Johnson, er redet mit gespaltener Zunge, ein Kleinod jesuitischer Doppelzüngigkeit, zweifellos von einem Jesuiten geschrieben. Johnsons Krokodilstränen über die Ermordung Kennedys, aber kein Wort der verantwortungsbewussten Absichten der Exekutive, jeden versteckten Verbrecher aufzudecken, der bei der Planung der Attentate geholfen hat, sondern lieber, wie die Polizei von Dallas, schweigend zu verkünden, dass die Akte von Oswald jetzt geschlossen ist. Wie zum Teufel ist sie das? Das ist auch ein sehr interessantes Argument hier. Hätte er nichts zu verbergen, hätte er selbst die Initiative für eine umfassende Untersuchung ergriffen. Ja, denn er muss ja schließlich davon ausgehen, irgendjemand hat seinen Vorgänger ermordet. Woher will er denn jetzt wissen, dass ihm nicht ähnliches Ungemach droht, gell? Das ist ja auch mal eine berechtigte Frage, ne? Wenn dein Vorgänger erschossen wird auf offener Straße, müsstest du noch normalerweise in Panik leben und sagen, oh, ich traue mich gar nicht in die Öffentlichkeit, ne? Wer weiß, vielleicht bin ich ja der Nächste.
Aber da hat man nichts davon gesehen. Der hat genau dieselbe Nonchalance gehabt wie der Ike Atkins, der sich einfach ganz seelenruhig in der Dealey Plaza bewegt. Ne? Obwohl da gerade Schüsse gefallen sind und jemand ermordet wurde. Das heißt, irgendwelche Mörder sind gerade auf der Flucht oder vielleicht auch noch da. Vielleicht haben die sich auch gerade um das Publikum gemischt. Weißt du doch nicht. Aber das sind ja Fragen, die stellt sich anscheinend irgendwie so kaum einer. Bei jedem Mord, sagt er jetzt hier, stellt sich die zwingende Frage, cui bono, wer hat da am meisten zu gewinnen? Die offensichtliche Antwort, jetzt im Säkularen, ist Lyndon B. Johnson, trotz seines tränenreichen Bedauerns. Ne? Cui bono, Cicero. Ja. Robert Kennedy als Vizepräsidentenkandidaten für die Wahlen von 1964 akzeptieren, um es dem Papst zu ermöglichen, beide Seiten gegen die Mitte auszuspielen. Wären die Kommunisten an diesen Morden beteiligt gewesen, hätten Johnson und der Vatikan ihre gesamte Propaganda gegen die UdSSR, also Sowjetunion, entfaltet. Die Tatsache, dass sie stumm geblieben sind, deutet darauf hin, dass sie sich ihrer eigenen Beteiligung bewusst sind, wissen, wo die Leichen begraben sind und sich auf die aufwieglerische, verfälschende, vom Vatikan und der Wall Street kontrollierte Lügenpresse verlassen, um ihre Verbrechen zu decken. Ja, und da habt ihr vielleicht noch einen weiteren Grund, warum die Sachen bis heute unter Verschluss sind, die wirklich heftigen Sachen. Das war jetzt so der Wortlaut von dem Herbert C. Hordrich, immerhin Brigadegeneral im Ruhestand. Ne? Aber der ist natürlich auch ein Aufwiegler. Heutzutage wäre der natürlich ultrarechts und was weiß ich alles. Ne? Also Menschen, die Fragen stellen und selber decken, sind absolut unbeliebt, vor allem bei diktatorischen Demokratien. Ne? Ja, sowas gibt's. Das heißt nach außen eine Demokratie und eigentlich eine Diktatur. Ich habe ja gesagt, ich habe den Herrn E. Howard Hunt benannt, weil der die Jesuiten so gelobt hat. Als CIA-Mitarbeiter hat er gesagt, die haben den besten Geheimdienst, also stehen ja die Jesuiten über der CIA. Wenn er sagt, die haben den besten und er arbeitet ja eigentlich für die Menschen nach außen hin bei der CIA ja schon bei den Besten. Aber wenn er sagt, das gibt es noch einen besseren, das wären die Jesuiten, dann wisst ihr ja schon Bescheid, wie da die Hierarchie läuft. Deswegen sage ich nochmal, die Jesuiten kontrollieren die Surrey Military Knights of Malta. Und bei dem E. Howard Hunt, der hat sich wahrscheinlich auch ein paar Tage Zeit gelassen, wenn die Geschichte stimmt. Da gab es einen Flug Nummer 553. Ja, ich weiß, die Quersumme ist 13. In 1972, das hat nämlich dann mit Unterlagen zu tun, mit dem Nixon-Watergate-Skandal. Und unter diesen Passagieren war eine gewisse Dorothy Hunt, die Ehefrau des Watergate-Verschwörers E. Howard Hunt. Und die hat eben genau diesen Flugzeugabsturz nicht überlebt. Das ist kein Spaß. Diese Dame war natürlich auch CIA und war stationiert in China. Da hat sie dann ihren Mann, E. Howard Hunt, das ist jetzt, weiß nicht, ob das stimmt, das ist alles Geheimdienst jetzt hier. Und dann hat sie in Paris gearbeitet. Ich denke, oh, sehr interessant. Mir kam da so eine Idee, aber da brauchen wir noch ein paar Tage zu. Und bei dem Einbruch von Watergate bei Nixon wurde eben die Telefonnummer von dem E. Howard Hunt in Adressbüchern gefunden, wenn das alles so stimmt. Ja. Und das ist eben so, dass diese Dame dann damals mit viel Geld unterwegs gewesen ist. Und offiziell ist sie dann also da bei einem Flugzeugabsturz 1972 dann ums Leben gekommen. Das ist die Familie in jüngeren Jahren 1958. Das ist also dann eine ganze Menge Sachen. Und E. Howard Hunt und so weiter ist dann noch angeklagt worden. Und guck mal, wie lange der gesessen hat. 33 Monate. Ich denke, nein, nicht schon wieder. Und da geht es dann immer so weiter. Ja, und viele Menschen haben dann auch gesagt, nee, also das war kein Flugzeugabsturz, das war Mord, ne, weil da ganz viele interessante Menschen dann auch da ermordet worden ist oder ermordet worden sind. Und so viel dann eben mal zu E. Howard Hunt. Da kannst du also auch jetzt dich bis zur Besinnungslosigkeit mit beschäftigen, was ich nicht möchte, weil ich möchte jetzt nämlich gleich diese Lesung abschließen. Deswegen nochmal, 12 Menschen, die mit der Watergate-Affäre zu tun haben, sind bei diesem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Deswegen heißt dieser Absturz auch The Watergate Plane Crash, also der Watergate-Flugzeugabsturz. Ne? Es gibt also in diesem Leben wirklich unglaubliche Zufälle. Wenn man da anfängt bei Kennedy, dann weiß man nicht, wo man weitergeht. Das ist hier ein Buch, was darüber geschrieben worden ist. Das dunkelste Geheimnis von Watergate, angeblich von St. John Hunt. Und das ist ein Bild von dem Flugzeug, beziehungsweise was davon übergeblieben ist. Zurück nochmal zum JFK Zapruder-Film oder was vom Zapruder-Film übrig geblieben ist. Ne? Es gibt Artefakte auf diesem Film, Sachen, die also gar nicht mehr drauf sind, also plötzlich irgendwelche jetzt hier Laternen weg sind, plötzlich bei Bild 456 falsche Autopsiebilder, die eben kein Schussloch im Hinterkopf zeigen. Ja.
irgendwelche Lampen, irgendwelche Sachen, die geändert sind, dann ist eben genau dieser General Lansdale, der ja eben schon benannt worden ist von Lucien Conein, E. Howard Hunt, der ist dann auch noch in der Didi Plaza gesehen worden. Also ist schon alles sehr seltsam. Ne? Zu den Dry Tramps, ach, es gibt so viele Unterschiede, so viele. Ne? Und der Fletcher Prouty hat gesagt, dass eben der Herr Lansdale und der Herr Conein angeblich die Operation geplant haben. Ja, die Frage ist jetzt nur, auf welchem Level? Nicht auf dem obersten, definitiv. Vielleicht vor Ort. Ja? Das ist schon interessant. Nochmal, Lee und Harvey, die Geschichte hatte ich ja schon benannt. Ja, dass es also auch da jetzt die Kopfform beispielsweise bei beiden nicht passt. Also links wie rechts, also dass es da Unterschiede gibt. Deswegen ist es also echt unglaublich, was da gemacht worden ist. Aber nochmal, ich stelle mich auf den Standpunkt, spätestens 1944, nach dem Absturz des Flugzeuges während einer Geheimdienstmission des älteren Bruders von John F. Kennedy, wusste jeder in Washington, dass John F. Kennedy für die Präsidentschaft kandidieren musste, auf Geheiß seines Vaters, sein Vater Sovereign Military Knight of Malta, Joe Kennedy. So. Die haben unbegrenzte Möglichkeiten, Lebensläufe zu fälschen oder anzulegen oder auf Fotos zu fälschen. Das ist unfassbar. Also der Mann hat sich eine unglaubliche Arbeit gemacht. Ja, und das ist jetzt nur der Fall John F. Kennedy. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr man veräppelt wird in allen möglichen Sachen. Der Jack White geht so hin und sagt, es gibt also gefälschte Babybilder. Ja, das ist gar kein Baby, das ist eine Puppe. Weiß nicht, woher das weiß, aber wie gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie tief das geht, wenn du dich da einmal mit beschäftigst, ne? Und auf dem Zapruder-Film, da stehen die eben die Mädels dann da auf dem Rasen, ne? Ist ja klar. Du kannst es ja manipulieren, wie du lustig bist, ne? Das ist immer die Frage, wo du die Leute hinstellst. Du kannst die Leute sogar ausschneiden und dann hinstellen, wo du möchtest. Oder wo du die brauchst, damit der Film ungefähr dann so aussieht. Nochmal, die haben, bis der Jim Garrison den Film gezeigt hat, haben die mehr als 5 Jahre Zeit gehabt dafür. 5 Jahre! Das sind 1600 Tage oder 700 Tage. Ja, das kannst du dir das nicht mehr ausdenken, wie tief das geht. Das Größenverhältnis in dem Foto gerade eben stimmte ja auch nicht, ne? Das jetzt hier. Die beiden Frauen im Hintergrund. Und deswegen ist es doch. Die Köpfe anguckst, die sind ja viel größer als jetzt die Köpfe von Jackie und JFK, ne? Ja. Dabei sind sie aber Meter weiter hinter, ne? Genau. Überleg doch mal, der fährt auf der mittleren Position der Elm Street hier. Ja, das heißt, du hast nochmal, weiß ich jetzt nicht, 4 Meter oder sowas, hast du auch nochmal hier zwischen. Dann kommt noch hier, also die stehen mindestens 5 Meter weiter hinten. Mindestens. Und plus nochmal die Limousine ist auch nochmal hier 1 Meter oder 1,50 Meter. Also, ne, ist schon. Kann alles nicht sein. Wie ist doch der Riese von Lukas und der Lokomotive? Der Scheinriese, ja. Herr Tutur, ja. Tutur. Herr Tutur, ja, genau. Ja. Und guck mal, wie viele Unterschiede macht das, sagt er hier, ne? Ja, genauso viel. Jetzt frag mich bitte nicht, welches Bild jetzt hier von wem gefälscht worden ist. Aber du siehst, beide Bilder sehen ja für uns richtig oder echt aus. Ja, was du alles machen kannst mit Bildern. Ja, kannst alles Mögliche machen. Da ist nämlich die Geschichte dabei. Ja, sie haben sich wirklich unglaublich viel Mühe gemacht und haben das alles da reinkopiert und haben da also Vermessungen gemacht, wahrscheinlich mit Laser und so, und haben da also wirklich sich da hingestellt und haben das wirklich alles dezidiert gemacht. Ich habe mir die ganze Geschichte angeguckt. Ich weiß nicht, wie viele Videos das waren. Die waren noch nicht einfach zu finden auf dem Internet. Aber das ist faszinierend. Faszinierend, wie wir verarscht werden. Ja, hier nochmal dieses Bild, was eben genau die Mary gemacht hat, ja, bei dem entscheidenden Zeit, wo auch der John F. Kennedy ermordet worden ist, ja. Jetzt guck mal, welche Leute da hier stehen. Die siehst du alle nicht auf dem Zapruder-Movie. Die siehst du nicht hier, die auf der Treppe stehen. Das sind schon auch wieder 3 Menschen. Und die Familie Newman, die siehst du auch nicht. Also hast du mindestens eine in dieser Sektion 5 Erwachsene, die du nicht siehst. Auf dem Zazuda-Film, weil, wenn die erst nur diesen Ausschnitt jetzt hier haben, müssen die wenigstens den Vordergrund nicht noch zusätzlich fälschen. Ja, und das sind die heute, die Familie Newman. Eyewitness, ja? Aber die wurden natürlich nicht befragt durch die Warren-Kommission. Wäre ja auch noch schöner, wenn man da irgendwelche Laien befragen würde. Hier seht ihr irgendwie so Teil des Kopfes oder was weiß ich, wahrscheinlich hier im Artefakte, vermutet man zumindest auf diesem Bild. Das heißt, dieses Bild zeigt tatsächlich von dieser Seite, das ist ein Polaroid wohl nur, auch in Schwarz-Weiß, ja, den Moment der Erschießung von dem Herrn Kennedy. Ja? Und ihr seht ganz eindeutig, hier haben wir mindestens diese Informationsverluste hier. Und hier sehe ich auch noch, was so aussehen könnte, als wenn es ein Teil eines Motorrads wäre. Das seht ihr auch nicht auf dem Zapruder-Film. Ja? Und da kam eine Idee, Jörg, heute. Da habe ich mir gedacht, ach, das ist ja genial. Guck mal, als sie den Zapruder-Film, als es dann wirklich dann zu der Erschießung kam, sozusagen,
Gucken wir uns hier an, Fall 279 geht ja noch weiter. Ja, da ist der Wagen komplett verschwunden. Was ja auch super toll ist, weil weißt du, was du da nicht mehr siehst? Ja, ja, die Räder, die Felgen. Ja, die Räder, also wo sich etwas bewegen könnte. Ja, und das ist auch noch total genial gewählt. Dieses Ding hat hier so Chromkappen. Ich meine, klar, die waren damals so en vogue. Ne? Das ist natürlich auch toll, weil du hier keinen Referenzpunkt hast, so wie hier bei der Felge von Up, die mir heute jetzt so hier mir ausgesucht habe. Hier würdest du ja immer aufgrund des Innenkranzes sehen, wie ungefähr das Rad sich bewegt. Aber das kannst du nicht. Das Ganze erstens anhand eben genau dieser Felge oder dieser Abdeckkappe nicht. Und vor allen Dingen, weil der Zapruder-Film dir überhaupt nicht diesen Ausschnitt anbietet. Aus zig Gründen. Erstens ist die Bewegung vom Auto dann leichter zu steuern und zweitens hast du die ganzen Zeugen im Vordergrund eben nicht, die dann auch noch manipulieren müsstest, wie ich das ja schon jetzt öfters gesagt habe. Also es ist faszinierend, ja? Es ist faszinierend, wenn man sich da jetzt wirklich reinkämmt. Leute, da bleibt nichts mehr über von eurem Zapruder-Film. Und deswegen kann ich Menschen nicht verstehen und reagiere auch gar nicht darauf, wenn irgendjemand zu mir sagt, von wegen, hör, komm doch mal zum Punkt, das war doch der und der und der. Dann habt ihr nicht sorgfältig genug recherchiert. Ja, die Aussagen auch von Menschen sind auch ganz, 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 ganz mit ganz großer Vorsicht zu genießen. Von Beverly Oliver zum Beispiel, die Frau war befreundet mit Jack Ruby, wie könnte es auch anders sein? Ja, Beverly Oliver, ne, ganz vorsichtig mit dieser Frau, das ist diese Frau jetzt hier. Ne? Das ist eine Tänzerin von einem Club gewesen und die kannte den Jack Ruby, das ist eine Tänzerin. Nichts gegen Tänzerin jetzt, ne? Aber die war befreundet mit Jack Ruby. Oh, ja? Und sie hat eben auch dann mit ihrer 8mm Kamera dann da gefilmt, aber sie hat gesagt, dass sie alles weggenommen worden ist von den bösen Buben vom FBI am 25. und das hat sie es nie wieder gesehen. Ja, ja. Also, wie gesagt, ihr seht das hier alles nicht auf dem Zapruder-Film. Das ist schon faszinierend, ne? Es ist immer interessanter, das, was man nicht sieht, als das, was man sehen soll. Und dann hat er diese Dame auch dann später noch an den Gangster George McGann geheiratet, der dann auch ermordet worden ist und so weiter und so fort. Und sie hat gesagt, dass sie ein regulärer Besucher gewesen ist zu dem Karussellclub. Klar, ne, als Tänzerin geht man mal zur Konkurrenz. Und dass eben Jack Ruby ihr Lee Harvey Oswald vorgestellt hätte. Also die kannten sich alle. Und sie hat auch gesagt, dass sie CIA-Leute, David Ferry und so weiter in dem Club gesehen hat. Ja, klar. Ja, und da gibt es also so viele Sachen von dem Herrn Jack White, der gesagt hat, also Leute, das alles, was ihr hier habt, wenn man das nachprüft, da bleibt nichts mehr von über. Ja? Und auch Sachen, die herumlaufen, also die Leute jetzt hier, die mit Lee Harvey Oswald zu tun haben und ihn dann weggefahren haben, die Root Payne und so weiter, ist alles CIA. Ist alles CIA. Ja? Alles CIA. David Attlee Phillips und wie sie alle heißen, ist alles CIA. CIA, da wimmelt es nur von, an diesem Tag, von Agenten. Ja, es wimmelt einfach nur davon. Es ist immer dasselbe. Das ist alles eben nicht zufällig. Es gibt nichts zufällig. Ja, ja, das Gewehr ist nicht das Gewehr, was der Herr Oswald hatte. Das Gewehr, was gefunden worden ist. Klar, als Mörder lässt du das Gewehr da und auch noch die drei Hülsen, damit die auch einwandfrei... Oh. Wer das glaubt. Ja, die Seriennummer ist dann auch falsch. Ja, der kennt sich halt aus, der Mann. Ne? Das gibt drei verschiedene Gewehre und angeblich sind diese drei Gewehre dieselben. Obwohl also alleine schon die Aufhängung der Befestigungsschnur und so weiter vom Gewehr unterschiedlich ist. Ich habe es mir erstmal angeguckt. Also glaubst du ja gar nicht. Und das ist eben, sind eben drei verschiedene Waffen, die präsentiert worden sind. Durch die Dallas Police, durch das National Archive und durch die Warren Commission. Das sind immer drei verschiedene Waffen. Sehen alle ungefähr gleich aus, aber auch nur ungefähr. Für jemanden, der sich damit auskennt, der sagt, nö, das ist nicht so. Ne? Abgesehen davon, dass die Munition eben nicht stimmt. Ne? Und dass eben auch dieses Gewehr, was der Herr Oswald da trägt, aufgrund dieses Befestigungsringes da jetzt für den Schultergürtel und so weiter, eben genau nicht das Gewehr ist, was eben dann da gezeigt worden ist. Ne? Aber das sind ja nur Kleinigkeiten. Ne? Diese Maßnahmen dürfen eben nicht weiter hinterfragt werden. Das ist natürlich auch ein Grund, warum natürlich jetzt, hier kann ich ja verraten, warum ich erst gleich oder morgen den Kommentar von einem sehr aufmerksamen Zuschauer freischaltet habe, der gesagt hat, naja, also das Carcano-Gewehr ist natürlich genau die Reminiszenz an Rom. Da hat er natürlich hundertprozentig recht. Ist doch logisch. Vorher haben sie gesagt, das wäre eine Mauser, also ein deutsches Gewehr. Und nachher haben sie gesagt, das ist ein Mannlicher Carcano, das ist ein italienisches Gewehr, auch aus dem Vorkrieg, ne? Aus 1891, denkt man, aber eigentlich gucken wir aus 1890. Stefanie, ich brauche dich nochmal. 18? Nochmal bitte, du kommst immer so leise rein. Ich wäre so mal 18. 18, bin ich zu genau. Leise? Genau. Ja,
Und jetzt, guck mal hier, die hat ein ganz seltenes Kaliber, die Waffe. 11. Ja, und selbst da habt ihr jetzt schon bei dem Gewehr jetzt hier, bei dieser seltsamen Munition oder bei diesem seltenen Gewehr, habt ihr jetzt da die Reminiszenz, dass die korrigiert worden ist. Erst hieß es eine Mauser und dann haben die gesagt, nee, der Polizist hat Müll erzählt, das ist eine mannliche Kakano. Also, da habt ihr schon die Reminiszenz an Rom, beziehungsweise die Freimaurer, ne? Mitte 11. Zack, schon wieder. Wenn jemand erzählt, von wegen sind alles Zufälle, gut, das ist euer Glaube, aber ich habe da eine andere Herangehensweise. Und wenn man sich jetzt wirklich mit Weltkriegsseiten beschäftigt, die sich eigentlich mit Gewehren vielleicht auskennen, die sagen einfach, das ist eine alte Waffe, die mal erneuert worden ist und das war funktionstüchtig im Ersten Weltkrieg und Hauptnachteil war die etwas schwache Patrone. So, jetzt guckt ihr an, was diese Dokumentation Everything's a Rich Man's Trick dazu zu sagen hat. Es hat... Warte ganz kurz, Modell 38 hast du auch wieder 11. Ja. Vielen Dank für die Blumen. Ja, und jetzt hier hast du die Geschichte jetzt hier, der Hauptnachteil ist die schwache Patrone und diese Dokumentationen wollen dir erzählen, dass nur weil das Ding ein großes Zielfernrohr drauf hat, das hat ausgesehen wie ein High-Powered Rifle, wie ein Hochgeschwindigkeits-, ein durchschlagskräftiges Gewehr. Ja, ist klar, ne? Mit einer kleinen Patrone und das hat ja auch mit verschiedenen anderen Dingen zu tun. Aber wie gesagt, das ist die Geschichte. Das ist wirklich die Geschichte, ne? Everything is a rich man's trick, was den Direktor dieses Films mit inkludiert, ne? Der macht hier auch eine ganze Menge Tricks, um den Leuten begreiflich zu machen, dass die auf eine ganz andere Geschichte dann halt da, ne? Das ist halt diese Kugel, ne? 6,5 mannlicher Kakano Cartridge. Ja, guck dir das an. Da hast du das, ne? Brauche ich jetzt nicht nochmal die Stefanie zu fragen, die hat's, wir haben's ja jetzt mit der 11, ne? Und so geht's immer so weiter. Es gibt noch einen Mystery Man namens Robert Oswald, also die scheinen den Namen irgendwie zu mögen. Ja. Und es gibt also verschiedene Fotos, wo eben dann hier das Sonnenlicht von zwei verschiedenen Geschichten kommt, wo sagt jetzt hier Jack White. Ja. Und das haben wir ja schon auch bei der NASA, die kennt sich damit aus. Ne? Hier habt ihr einen Schatten, der nach da zeigt, hier habt ihr einen Schatten, der nach hier zeigt. Kann es nur eine Geschichte geben, wir haben verschiedene Sonnen, gell? Mann, die NASA. Aber wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass es auch, vielleicht gibt es auch verschiedene Monde, ne? Schließlich gibt es ja auch Mondphasen, ne? Vielleicht erzählen euch die NASA irgendwann mal, dass es verschiedene Monde gibt, ne? Der Vollmond übernimmt dann dann und dann gibt er den Job dann an einen anderen Mond ab, ne? Vielleicht ist auch alles noch ganz anders. Ich meine, wenn die euch erzählen, es käme vor einem Big Bang, nachher erzählen die euch, wir leben im schwarzen Loch, dann könnt ihr euch auch erzählen, es gibt verschiedene Monde, ne? Schließlich sieht man ja verschiedene. Muss ja nicht alles in derselbe sein, ne? Kann ja auch verschiedene sein. Vielleicht ist das ein ganzes, ne? Also, es ist unfassbar, aber die Leute sehen halt einfach nicht. Deswegen habe ich dieses Beispiel jetzt genommen hier, weil ich es schön fand, ja? Das ist einfach jetzt hier wie beim Abklatschen im Staffellauf, ne? Vielleicht ist das beim Montag genauso, ne? Die klatschen sich dann einfach ab. Und damit das kein Abklatsch wird, ne, gehe ich auch mal ganz kurz da rein. Nike ist das Symbol einer Siegesgöttin hier und auch gleichzeitig jetzt hier das Symbol des Ringes des Saturns. Hier habt ihr den Bundesadler, der den römischen Adler dann karikaturiert. Hier habt ihr die olympischen Ringe, die auch jesuitisch sind. Und hier habt ihr dann das Zeichen des Teufels, das V-Horn oder die römische Zahl, Ziffer 5. Ne? Also in Deutsch, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Geschichte ist auch, im Deutschen haben wir auch ein bisschen schwache Rechtschreibung, auch schon seit langem. Eigentlich heißt das die Frau und die Frau ist also dem Mond irgendwie dann zugeordnet, jetzt von der Symbolik her. Dummerweise haben wir im Deutschen immer die Artikel vertauscht, was kaum einem auffällt. Eigentlich müsste das heißen der Sonne und die Mond. Ja? Weil der Mond ist immer weiblich, also müsste es eigentlich heißen die Mond und der Sonne. Aber gut, ist... Wen interessiert das, ne? Weil, wie gesagt, das Problem ist halt heutzutage mit der Rechtschreibung. Aktuelles Beispiel, 28.06. war vorgestern Zusammenbruch von Mannschaft und jeder erzählt ja irgendetwas mit jeder Benutzung nach Abkürzungen, die im Text, die dann hier, das ist völlig abstrus. Ja. Völlig abstrus, genau wie in der Geschichte mit JFK und mit Lee Harvey Oswald. Ja. Falscher Winkel, also da stimmt so vieles nicht im Zapruder-Film, wenn man sich damit beschäftigen will. Ja, mit der Frau Sitzmann, die zusammen mit Abraham Zapruder dann da war, die ist mit verschiedenen Farben deklariert. Mal hat sie etwas Helles an, mal hat sie etwas Dunkles an, oben auf diesem bekannten Denkmal. Aber pff, das sind eben Kleinigkeiten, bitte nicht hinterfragen.
Ja? Da stimmen Sachen nicht, Proportionen nicht. Ja? Aber wie gesagt, sind alles nur Kleinigkeiten. Ja? Dass da Leute da mit Walkie-Talkie rumlaufen, ist halt einfach wahrscheinlich auch nur so ein Technik-Freak gewesen. Ne? 1963, wo das gemacht worden ist, da sind nämlich diese Walkie-Talkies, also Funksprechgeräte, nur für den Militäreinsatz. Die gab es dann noch so gar nicht angeblich jetzt für den zivilen Handel. Aber wie gesagt, das sind eben Militär... Militär können ja auch Fans sein von John F. Kennedy, ne? Kannst ja auch ein Negativ-Fan sein, ne? Das ist... Ja. Und zu diesen Geschichten, da kommen wir bald. Da kommen wir bald. Ne? Also, wie gesagt... ja, es gibt auch andere Bilder, die zeigen überhaupt niemanden auf diesem Podest. Ach Leute, also es ist faszinierend. Also solches ist eine ganze Wissenschaft für sich. Und wer hat es getan? Und der Jack White hat leider eine Geschichte nicht. Er hat kein Bibelverständnis anscheinend. Das finde ich halt doof. Ja? Aber wie gesagt, das hat alles hier nur mit der Oberflächlichkeit zu tun. Das sind einige andere Menschen wesentlich härter dran. Ja? Autopsie, Fotolügen. Die gelben Streifen am Fahrbahnrand, da kommen wir auch bald zu diesen ganzen Geschichten. Ne? Gelbe Farbe auf Beverly Schulen. Ne? Sapruder, der Mystery Man, ne? Der ist kein Mystery Man, das hat einfach auch nur jemand, der seine Rübe da in die Kamera hält. Ne? Und jeder, der die Rübe in die Kamera hält, was wir ja nicht tun, der ist zur Ablenkung da, damit die Menschen sich ein Bild machen und glauben, das sind irgendwelche wichtigen Menschen. Aber die wichtigen Menschen, die bleiben hinter der Kamera. Die siehst du gar nicht. Das ist alles hier nur Ablenkung. Alles nur Ablenkung. Kannst du dir nicht vorstellen, das ist. Also, Zapruder, sagt er jetzt meine Schlussfolgerung, das ist nicht der richtige Film. Das ist einfach. Das ganze Ding ist gelogen, ne? Opportunist, sagt er, naja, gut. Also, hier steht nicht drin, Freimaurer zum Beispiel. Ne? Also, wie gesagt, es geht nicht so tief, wie ich das machen würde. Aber wenn also die Frau Murmann eben nicht auf dem Gras steht, sondern in der Fahrbahn war, da ist der ganze Zapruder-Film auch in dem mittleren, hinteren Teil, wo es sich dann wirklich um die Ermordung geht, inkonsistent, beziehungsweise eigentlich falsch und eine Fälschung. Also nicht nur auf den ersten Bildern, wo man gesagt hat, ja gut, vielleicht ist der Rest richtig. Nein, es ist komplett alles falsch. Es ist alles falsch. Und er sagt, nein, das ist alles eine Fälschung. Und bevor ich euch dann die Schlussrede präsentiere vom Jack White, die ich mir extra in Deutsch übersetzt habe, wo er sagt, das ist alles nicht mehr zu fassen, das ist alles gefälscht und die kommen damit durch, sie kommen seit Jahrzehnten damit durch, sie veröffentlichen das nicht und es gibt, das Schlimmere noch ist, dass die meisten Menschen das auch noch glauben. Und ich hoffe, dass nach dieser Folge ihr da nichts mehr glaubt und ich kann schwer in diesen Menschen reingucken, nur Gott kann das, aber ich sehe, dass er halt letztendlich daran verzweifelt an dieser Welt. Oder es ist eine tolle Schauspielleistung, aber er hat leider kein biblisches Verständnis, sonst würde er wissen, wer dahinter steckt. Und deswegen haben wir in dieser Sendung versucht, oder ich zumindest, anhand von Ike Atkins und von Abraham Zapruder euch so viele Hinweise zu geben, dass ihr wirklich seht, also ihr könnt euch den Film 100-mal angucken, aber es ist immer noch ein Fake. Es ist alles nur Ablenkung vom Wesentlichen. Und dieser Mann ist dann da fast in Tränen ausgebrochen sozusagen, sodass der Herr Fetzner, der dieses Buch geschrieben hat, dann seinem Freund, zumindest in diesem Film, zu Hilfe gekommen ist. Und diesen Abspann, den fand ich so toll. Menschen haben ihre Lebenszeit darauf verwendet, leider nicht in der Bibel zu lesen, sondern sich jetzt nur mit JFK zu beschäftigen. Deswegen werden wir auch jetzt, glaube ich, nicht mehr als 60 Folgen oder so brauchen für JFK maximal. Aber ich möchte das einfach nur damit sagen, die haben ihre Lebenszeit geopfert, um auch Wissen weiterzutragen für künftige Generationen. Und dann hinzugehen und dann zu sagen, hör mal hier, ich fasse das alles nicht, wie brutal und wie kalt und wie gemeingefährlich da Regierungen operieren. Und wenn das jetzt nur in dem Einzelfall John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald und J.D. Tippit gewesen ist, also drei Menschen, die da innerhalb von 2 Tagen in Dallas umgebracht worden sind, dann könnt ihr euch das jetzt mal in einer augenblicklichen Situation in ganz großem Maßstab vorstellen, dass es genug Menschen gibt, die im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen, weil es viel Geld und Macht und Einfluss zu gewinnen gibt. Ja. Also der Herr White, der macht wirklich einen tollen Job. Er hat gesagt, es gibt da unglaublich viele Sachen. Eine plötzliche Bewegung, die nicht stimmen, falsche Schatten, seltsame Menschen, Geister-Images, Geisterbilder und so weiter, Zeugenaussagen widersprechen sich,
Connolly, der sich ganz komisch rumdreht und so weiter. Also es ist alles an diesem Film wirklich fake. Fake, fake, fake. Ich weiß gar nicht, wo ich danach, da guckt euch die Dokumentation an, wenn ihr wollt. Aber es ist wirklich alles fake. Es ist alles fake. Und ihr wisst nie, wer den umgebracht hat, weil ihr letzten Endes, es kann der sein, kann der andere sein, weil ihr nicht dabei wart. Ja, ich werde euch tolle Hinweise liefern, hoffe ich, bald, dass ihr wirklich dann seht, da habe ich noch nie dran gedacht. Aber anhand dieses Filmmaterials könnt ihr das so nicht sehen. Ihr müsst anders davor gehen. Ihr müsst letzten Endes alle Filme und alle Bilder, letzten Endes fast alle außen vor lassen und müsst dann auf ganz andere Schlussfolgerungen kommen. Müsst ihr. Ja, weil ihr könnt niemandem glauben, auch dem Jack White oder mir nicht. Ihr müsst eure eigenen Nachforschungen machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dranbleiben. In der nächsten Folge weiß ich schon ganz genau, was ich mache. Dann werde ich eine der größten Verschwörungstheorien aufgreifen. Und dann werden wir sehen, dass da noch ganz andere Dinge im Hintergrund laufen. Und dann kommen wir auch wirklich auf diese klerikale Geschichte auch zu sprechen. Und bevor wir das machen, möchte ich jetzt einfach meinen Mitstreitern, dem Jörg, dem Sebastian und der Stefanie denken. Egal in welcher Reihenfolge, dass sie jetzt so lange wieder ausgeharrt haben. Und hoffe, dass das für euch alle sehr interessant gewesen ist, dass man wirklich sieht, wie wir in dieser satanischen Welt einfach voll belogen und veräppelt werden, bis zum geht nicht mehr. Und dass es dann Menschen braucht von dem Kaliber eines Jack Whites, der sich da Jahre seines Lebens opfert anscheinend, um halt solche ganzen Sachen zu machen. Wenn dieser Mensch authentisch ist, muss man immer vorsichtig sein. Aber es ist unfassbar, welche Lügen über uns herübergeschüttet werden. Danke fürs Zuschauen, lest eure Bibel und ich gebe ab an den Jörg zuerst. Ja, danke Michael. Ich bin wirklich sehr beeindruckt von diesem Teil, den wir jetzt gerade gemacht haben, aber von der ganzen Serie im Allgemeinen. Und wenn du ansprichst so von, ja, wir werden nur verarscht mit diesem Film, das ist so deutlich, wie da manipuliert ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen, die meisten Menschen, und da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, haben sich noch niemals die Mühe gemacht, diesen Film verlangsamt oder wie du das machst, hier Frame für Frame, also Bild für Bild anzusehen und dann zu sehen, dass es manipuliert ist. Meistens haben wir das gesehen in zum Beispiel solchen Dokumentationen wie zum Beispiel von Bill Cooper, der ja da diese Vorträge gemacht über, ich glaube, er hat das genannt, wie der König wird erschossen oder sowas, ne? Sacrifice King, ja. Mhm. Ja, Sacrifice, ja, der geopferte König. Also wo dann halt er den Film dann eben zeigt. Ich verstehe ja auch gar nicht, dieser Polizist auf dem Motorrad, da ist er total aus dem Zusammenhang gerissen. Ja gut, aber es ist jetzt, also diese Bilder machen überhaupt keinen Sinn, wenn man das jetzt so sieht. Aber meistens schaut man den Film ja so zusammenhängend. Das sind dann 26 Sekunden oder was, wo einem dann gar nicht so diese Dinge auffallen können. Und man geht dann nicht da rein, was in dem Film gezeigt wird, sondern man hört dem zu, was derjenige, der den Vortrag hält, sagt. In dem Fall war es zum Beispiel jetzt Bill Cooper. Oder in deinem anderen Fall war es jetzt zum Beispiel der White. Der White hat aber den Unterschied, der ist nicht in die ganze Sache reingegangen, wie Bill Cooper das gemacht hat, sondern der ist in den Film reingegangen. Und dann wird das natürlich offensichtlich. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen sich niemals die Mühe machen, diese Dinge wirklich so auf den Grund zu schauen. Und dann ist auch immer die Frage von, selbst wenn du dir jetzt die Frames anguckst, woher kannst du wissen, dass die Frames alle richtig sind? Was da nicht alles noch manipuliert denn ist? Hm. Ich meine, wo fängt es an und wo hört es auf? Ja? Und da möchte ich zu dem Punkt kommen, der mir wirklich am Herzen liegt. Wo fängt es an und wo hört es auf? Es fängt an in der Bibel und es hört auf in der Bibel. Jesus Christus ist der Gründer und Beender unseres Glaubens. Ja? So steht es in der Bibel geschrieben. Alles in dieser Welt muss man an der Bibel messen. Und wenn ihr seht, dass nichts in dieser Welt würdig ist, um an der Bibel gemessen zu werden, dann müsst ihr diese Welt fahren lassen. Müsst ihr sie gehen lassen, müsst ihr sie tun lassen, müsst ihr sagen, von, da habe ich nichts mit zu tun. Ich konzentriere mich auf meine Errettung. Ich konzentriere mich auf meinen Herrn Jesus Christus. Ich konzentriere mich auf meinen Vater im Himmel, der alles geschaffen hat, wo ich bin. Und dem alleine gebe ich die Ehre und keinem Menschen. So wichtig diese Serie auch sein mag, sie handelt von einem Politiker. Sie handelt von einem, wo wir inzwischen alle wissen, durch die ganzen Jesuitenlesungen, durch die Jahre hin, die ich gemacht habe und noch machen werde, sie handelt von Schauspielern. Okay? Natürlich ist es immer schlimm, wenn
auch so einem Schauspieler das Leben genommen wird. Da wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Jemanden ermorden ist immer schlimm. Deswegen ist ja auch das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Ja? Man soll eben andere Menschen nicht töten. Und ich als Christ fürchte mich nicht, hier auf dieser Welt getötet zu werden. Ich fürchte denjenigen, der Fleisch und Seele in der Hölle vernichten kann, und ich denjenigen, der meinen Körper hier auf dieser Erde vernichten kann. Meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, so wichtig diese Serie auch ist, ich kann verstehen, dass die meisten Menschen da gar nicht so tief reingehen, weil sie da nicht die Zeit für haben auf der einen Seite und weil sie da nicht das Interesse für haben. Aber was du jetzt machst mit dieser Serie ist, du wächst das Interesse, du wächst das Interesse bei vielen Menschen, sich da intensiver mit zu beschäftigen und alles in Frage zu stellen, weil das ist im Grunde das Schlussendliche, was überbleibt aus dieser Serie und ganz sicher aus der Sendung heute. Qui bono, hast du die Sendung da gefragt, aber was bleibt letztendlich über? Letztendlich überbleibt, gemessen an der Bibel, ist das alles vergänglich, muss passieren, dass alles den Weg nimmt, den Gott bereits vorherbestimmt hat. Und dann möchte ich auf dem Weg Gottes bleiben, worin dem Jesus gesagt hat, dass es ein schmaler Weg ist und dass die meisten ihn nicht begehen werden. Ich möchte zu den wenigen gehören, die den Weg begehen. Und ich bekenne meinen Herrn Jesus Christus als die Wahrheit, das Leben und der einzige Weg zum Vater. Und damit endet eigentlich mein Kommentar zu diesem wunderschönen Video, was du heute mit uns hier aufgenommen hast. Dankeschön dafür und bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. Ich fand diese Folge großartig. Ich finde das toll, wie du mit dem einen das Interesse wächst, wie der Jörg so schön gesagt hat, und mit den anderen Dingen vergleichen kannst. Also mit der Mondlandung, wie du die Verbindung dazu herstellst. Weil man so einfach immer, oder auch mit dem World Trade Center, man sieht so einfach immer die Zusammenhänge. Es ist hier das Gleiche, es ist da das Gleiche und hier das Gleiche. Warum sollte man also irgendwas auch noch für die Wahrheit halten, was man heute aktuell sieht? Es wiederholt sich und wiederholt sich, wie du immer wiederholst. Ja, wie du immer wiederholst. Es ist immer dasselbe und das wird immer so bleiben, weil die Welt einfach verdorben ist und uns nie die Wahrheit erzählt. Deswegen finde ich das einfach toll, wie du diese ganze Verbindung zwischen dem einen und dem anderen herstellst, sodass man einfach diese Vergleiche so deutlich vor Augen gehalten kriegt und das alles selber sehen kann. Ich finde es faszinierend, wie du dich so intensiv mit diesem Film beschäftigst und ich bin sehr, sehr froh, dass du nicht nur eine halbe Stunde dafür brauchst, sondern hoffentlich noch mehrere Folgen, die sich mit diesem Video beschäftigen, mit diesem Zapruder-Film, mit den anderen Aufnahmen, mit den ganzen Fotos, weil es so viel da drin zu sehen gibt, was einfach nicht stimmt, was man einfach so nie gesehen hat. Deswegen vielen, vielen Dank für all die Arbeit, für diese tolle Serie, für diese großartige Folge heute und ich gebe jetzt an den Sebastian ab. Ich kann es einfach nicht fassen, dass man so belogen und betrogen wird und alleine, wenn man sich schon daran denkt, dass Zivilisten auf der Straße stehen und dann wird geschossen und ich meine, es ist eine völlig normale Reaktion, wenn man sich dann auf den Boden wirft oder wegrennt oder sonst irgendwas und dann steht da ein Herr Aldrin und völlig unbeeindruckt. Da muss ich irgendwie an den französischen General Charles de Gaulle denken, der so viele Attentate überlebt hat und ich glaube, das war auch vor Notre Dame, wo dann mit Schienengewehren geschossen wurde und er steht dann da erhobenen Hauptes und alle anderen liegen dann am Boden und suchen Schutz und da sollte man, wenn man so etwas sieht, dann sollte man sich schon einmal Gedanken machen, ob da denn so viel Wahrheit dahinter steckt oder ob das nicht einfach mal ganz salopp ausgedrückt ein Hollywood-Film sein könnte. Und ja, Michael, auch von mir ein ganz, ganz großes Lob und vielen Dank für die gute Arbeit. Ja, Sebastian, ich glaube, der Unterschied zwischen Kennedy und Charles de Gaulle ist einfach der, dass ich glaube, dass der Herr Charles de Gaulle wahrscheinlich so gut wie nie ein Attentat zu überleben hatte. Ja, beziehungsweise keines, welches auf ihn speziell bezogen war, ja. Das wird dann wahrscheinlich mehr so Hollywood-Style sein.
er wird als Held hervorgehoben, als Legende, der so viele, in Anführungszeichen, Attentate überlebt hat. Ja, die Jesuiten sind diejenigen gewesen, die halt damals diese Geschichte herausgebracht haben mit den Cowboy-Filmen. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Da gab es einen Cowboy-Film, da gibt es ja die Menschen, die sind am berühmtesten und am gefürchtetsten, die sogenannt kugelsicher sind. Und das würde ja dann auch auf den Charles de Gaulle dann zutreffen, ne? Der ja Jesuiten gesteuert war, wie wir wissen, durch seinen Vater alleine schon. Der ist ja da reingeboren worden schon. Deswegen war er natürlich der geborene Führer, zumindest jetzt im Sinne des Papstes, ne? Des Papsttums dann sozusagen. Also deswegen glaube ich einfach, das hängt da sehr viel damit zusammen, wer das ist, dem was passiert. Ne? Denn in der nächsten Folge, da um einen kleinen Vorgeschmack zu geben, der Mann heißt Gerald Ford. Und der Mann ist dann für die Beweisaufnahme oder die Beweisverwaltung sozusagen der Round Commission dann da beauftragt gewesen und war ein Hochgrad Freimaurer. Und der fährt dann da mit seiner präsidentialen Limousine einfach über die Elm Street. Und der Unterschied zu Kennedy ist einfach, dem passiert nichts. Und der Herr Johnson, der ist auch da mit seinem präsidentialen Limousine, auch dasselbe Auto vom Kennedy, natürlich nur gesäubert und etwas anders ausgestattet gefahren, dem ist auch nichts passiert. Hat alles schon seine Gründe, hat aber nicht mit dem Auto und nicht mit der Lokalität so direkt zu tun, sondern es hat mit anderen Dingen zu tun. Und lasst euch mal da überraschen, was da noch alles kommt. Ey, das gibt Sachen, da werdet ihr sagen, ey, das ist doch unmöglich, das gibt's doch gar nicht. Und es gibt's doch, es gibt es doch. Wir können so viele Beweise wirklich aufzählen und nachher haben wir nicht nur die 6,5 mm männlicher Carcano, die da auf die Freimaurer mit der 11 zeigt, sondern auch auf Rom mit dem italienischen Gewehr, das dann nachher als Wahrheit verkündet worden ist durch eben die Dallas Police, FBI und den sonstigen Freimaurerorganisationen. Also vielen Dank für eure Mithilfe und bis zur nächsten Sendung, wo es dann immer weiter und immer tiefer reingeht in dieses Attentat, so abscheulich das auch ist, aber um wirklich dem Letzten auch begreiflich zu machen, wenn ihr da an Zufälle glaubt, dann sage ich euch ganz einfach mitten ins Gesicht, es gibt weder einen Zufall in der Dealey Plaza, noch einen Zufall bei dem Herrn Zapruder und noch einen Zufall bei dem Herrn Ike Altkins. Es wurde nichts, aber auch wirklich nichts dem Zufall überlassen beim Anschlag auf John F. Kennedy. Vielen Dank und Maranatha. Think about it. If someone was brazen enough to execute the president on a public street, if someone was heartless enough to frame an innocent man for murder, if someone was cruel enough to kill a policeman as part of the plot, if someone was confident enough to fabricate evidence against the Patsy, if someone was powerful enough to continue the cover for 40 years, why would they hesitate to fabricate the Zapruder film? Jack White.